So, dann wollen wir mal loslegen, meine Lieben. Denkt bitte dran, sobald irgendwelche Fragen aufkommen, Verständnisfragen etc., einfach rechts auf dieses Handsymbol klicken. Ich sehe das dann oder der Andreas als Moderator, falls ich das nicht mitkriege, im Eifer des Gefechts, dann weist er mich immer darauf hin. Heute ist ja das Webinar für Trainer, Einblick in die Ausbildungslehre. Ich denke, also was für mich mal ganz interessant ist, ist eben auch die Frage in dem Bereich, bevor wir da so voll einsteigen, was habt ihr aktuell an Bedarf, beziehungsweise wo wollt ihr euch in dem Bereich Methodik und Didaktik verbessern? Das wäre jetzt mal so euer erster interaktiver Part, wo ich euch jetzt mal die Flipchart bzw. das Whiteboard freischalte. Und da genau, jetzt seht ihr alle eure eigenen da. Einfach mal reinschreiben. Ich schreibe oben mal nochmal die Frage rein. Das muss ich nämlich mal fortan. Zack. Dann haut mal rein. Probiert euch ruhig ein bisschen aus. Wenn ihr unten auf Text klickt, dann könnt ihr einfach Text reinschreiben, ja. Also auf dem Stiftsymbol, wenn ihr draufklickt, öffnet sich ein Dropdown oder eigentlich Drop-up-Menü und da seht ihr dann auch Text. Da könnt ihr dann auch Text schreiben. Genau, der erste hat es geschafft, Trainingsstunden. Explorative Übungen, okay. Na, das ist jetzt wie im Unterricht, wenn man zu den Leuten sagt, nehmt euch mal einen Stift, geht mal an die Tafel und schreibt mal auf. Und das erste Mal ist immer ein bisschen schwierig, ist nicht schlimm. Online-Techniken. Andreas, was machst du da eigentlich die ganze Zeit? Ich versuche das wegzuradieren, damit die Fläche da ist. Aber geht offensichtlich nicht. Schade. Okay, Aufbau eines Trainingscurriculums, das ist interessant, das ist Nikos. Anleitung der Trainierenden, explorative Übungen, Online-Technik. Oliver hat auch was geschrieben. Ja, ist nicht schlimm, wenn das jetzt so schön aussieht. Wenn die Kinder oder wenn die Schüler an die Tafel gehen, sieht das nie so gut aus. Auch bei vielen Trainern. Also das ist jetzt gar nicht so schlimm. Okay, Christian, genau, Christian hat jetzt auch den Textbutton gefunden. Super. Medien nutzen. Okay, super. Ich denke, da haben wir einiges zusammen. Also Trainingsstunden besser planen, vorbereiten, besser auf schwächere Schüler eingehen. Ja, das finde ich auch immer ein ganz wichtiger Punkt. Aufbau eines Trainingscurriculums, Anleitung der Trainierenden. Sortiere das mal so ein bisschen. So, explorative Übung. Das per Handgeschriebene kann ich leider nicht verschieben. Okay. Gut. Ich denke, das reicht erstmal als kleine Gedankensammlung. Also es sieht ganz gut aus. Das geht auch so ein bisschen in die Richtung. Ich bin mal gespannt, was genau mit explorative Übungen gemeint ist. Ich weiß jetzt gar nicht, wer hat denn das geschrieben gehabt? Das würde mich nur mal ganz kurz noch interessieren. Daniele, warst du das? Stefan. Nee, Stefan war das. Ah, okay. Stefan Merker. Super. Aber Okay, alles Stefan klar. Zürich war nicht. Gut, also die Folie bleibt auch so bestehen. Ich klicke nur mal weiter. Das heißt, wir haben die auch nachher noch. Ich kann die dann sogar runterladen und kann die euch auch nochmal zuschicken, dass ihr auch mal selber das noch sehen könnt dann. Das sollte erstmal so als kleiner Gedankenanstoß dienen. Und das ist auch schon mal schön, dass alle, die da sind, schon mal irgendwo einen Plan haben, wo sie in dem Bereich arbeiten wollen. Okay, was ist das Ziel oder was sind die Ziele des heutigen Webinars?
Ich weiß nicht, wie viele von euch schon mal ein Webinar mitgemacht haben. Es ist natürlich ziemlich theorielastig erstmal, auch wenn ich auch Online-Kurse und so praktisch anbiete, aber heute eben in Form von Theorieunterricht. Zum einen möchte ich eben, dass ihr so einen kleinen Überblick bzw. Einblick in das Fach Ausbildungslehre und die dazugehörigen Themenbereiche bekommt, die auch sehr mannigfaltig sind. Und ich möchte, dass ihr erste grundlegende Fachbegriffe kennenlernt und mit eigenen Worten am Ende auch irgendwo erläutern könnt. Das wird heute eben noch nicht so das Hauptziel von dem Webinar sein, sondern eben erstmal so einen Überblick schaffen, dass ihr mal schaut, okay, was ist da eigentlich auch machbar? Was ich auch machen werde, ist zum Beispiel den Unterschied zwischen Ausbildungslehre und Trainingslehre aufzuzeigen. Das wurde ich öfter mal gefragt, was da so die Unterschiede sind. Und ich denke, das ist heute mal eine gute Möglichkeit, um das unter die Trainer reinzubringen, weil das sind halt eben wirklich Fachbegriffe, die, wenn man beruflich als Coach, Trainer und Ausbilder unterwegs ist, doch eine recht einheitliche Sprache sind. Schauen. Ja, so ist die Struktur. Das heißt, erstmal schauen wir uns Ausbildungslehre an sich an. Was ist das? Dann schauen wir uns kurz mal den Lernprozess an. Was ist Lernen? Dann die Begriffe Didaktik und Methodik. Und dann sind wir quasi mit dem ersten Teilbereich fertig und gehen nochmal kurz auf den Bereich 2, Training und Trainingslehre ein. Und dann gebe ich am Ende nochmal so einen kleinen Themenausblick. Der ist schon ziemlich groß, also von der Liste her, was man machen könnte, aber es umfasst noch nicht alles, was ich so an Möglichkeiten zumindest persönlich sehe. Wenn ich an Unterricht denke, dann sehe ich immer so einen Eisberg. Ja? Und ich möchte, dass ihr auch mal probiert, euch das so vorzustellen. Unterricht oder Training könnt ihr da oben auch hinstellen. Was man sehen möchte als Trainer oder Schüler, sind Erfolg, Spaß und begeisterte Schüler und Lehrer. Was aber viele nicht sehen, ist das, was unter dem Wasser ist. Meistens ist der Eisberg da auch größer. Das sind die Voraussetzungen dafür, also für Erfolg, Spaß, begeisterte Schüler und Lehrer. Und bevor ich jetzt meins aufdecke, ihr habt ja jetzt auch so ein bisschen Erfahrung da drin, was man da jetzt hinschreiben, wie ihr mit dem System hier umgeht, bitte ich euch einfach mal gleich auf die nächste Flipchart die Voraussetzungen reinzuschreiben, die ihr dafür seht, um Erfolg, Spaß und begeisterte Schüler zu erreichen. Ja? Das heißt, ich schalte jetzt mal wieder auf das Whiteboard um. Wir probieren das nochmal, ohne dass jemand jetzt mit einem Stift malt, sondern wirklich mal mit Text einfach mal kurze Schlagworte untereinander hauen und ich sortiere die dann wieder. Ich gebe wieder eine neue Folie frei, da hat schon der erste gemalt. Okay, ne, sucht euch unten das Textsymbol aus, da wo der Mauszeiger ist, und dann einfach auf Text klicken. Okay, reicht jetzt, bitte nichts mehr weiter reinmachen, sonst wird es ein bisschen zu voll, aber es ist schon echt viel. Das finde ich schon mal echt klasse von euch. Könnte man auch mal sehr coole grafische Sachen draus machen. Da kann ich dann Stefan mal fragen, der kennt sich damit ja super aus. So. Okay. Also eins, was ich euch schon mal zu dem sagen kann, ich denke, euch fällt das selber auf, wenn ihr euch mal den unteren Bereich hier anschaut. Ich mache mal meinen Pointer an, dass ihr das seht. Ne? Also der untere Bereich hier ist sehr stark auf den Bereich des Trainers, des Schülers und die persönliche Ebene zwischen den beiden zusammengeschnitten. Und das ist auch tatsächlich, das kann ich euch jetzt schon sagen, ohne den Impulsvortrag an sich zu beginnen, macht das 80% von erfolgreichem Unterricht aus. Das Verhältnis zwischen Schüler und Lehrer, wenn das nicht passt. Und das sind alles Punkte, die dafür wichtig sind. Während wir im oberen Bereich eher die fachlichen Sachen haben. Also das, was am Ende professionellen Unterricht, qualitativ hochwertigen Unterricht inhaltlich ausmacht. Ne? Eine gute Struktur, Fachkompetenz, die Unterrichtsmittel. Erfolg durch kleine Schritte ist dann eben auch schon ein didaktisches Konzept, wenn man so möchte, oder ein didaktisches Prinzip. Das heißt, wir haben hier bei euch jetzt zum Beispiel eine sehr starke Auslastung oder eine Schwerpunktlage auf dem Bereich der persönlichen Ebene. Was aber jetzt ohne Bewertung oder so zu sehen ist. Ne? Es ist einfach sehr interessant, jetzt mal innerhalb der Gruppe zu sehen und für euch als Selbstreflexion.
Gut, Dankeschön dafür. Ich zeige euch mal, was ich da reingeschrieben habe. Na? Also was ist jetzt aus meiner Sicht eine Voraussetzung dafür? Und ihr seht, bei mir ist es jetzt natürlich breiter gefasst, weil ich die Sachen dann natürlich, die ihr jetzt genannt habt, unterschiedlich auch schon zusammengefasst habe. Wir brauchen Ziele für einen guten Unterricht, wir brauchen Inhalte und Struktur, wir brauchen Methoden, um eben auch gut vermitteln zu können. Und ganz wichtig, der Begriff Kompetenzen, den kann man sehr weit ausdehnen. Der ist aber eigentlich im Bereich von Unterrichten, Pädagogik, ist es ziemlich klar umschrieben, welche Kompetenz zum Beispiel ein guter Ausbilder braucht. Was es auch braucht, ist von Seiten des Lehrers und auch des Schülers Aufopferung. Also wirklich zu sagen, okay, ich mache das hier nicht einfach mal so, sondern ich gehe auch über gewisse Grenzen hinaus. Ja, ich sehe das zum Beispiel auch öfter mal bei Andreas, der ist ja auch selber Lehrer, der arbeitet eben auch mehr, als er muss. Ja, das gehört einfach zu dieser Tätigkeit als Trainer dazu. Es braucht Übung und Erfahrung. Es ist eine harte Arbeit, wenn man es wirklich mit Herz, Leib und Seele macht. Ganz wichtig, es braucht Regeln, ne, zum Beispiel in der Kommunikation, die ganz klar sind. Und das Letzte, das habe ich auch mit reingenommen, weil das oft gar nicht so in unserer heutigen Zeit stark besprochen wird, einen gewissen Habitus. Also gerade als Lehrer, ne, ob das nun Kleidung, Rituale, Werte und Normen sind, man muss sich einen gewissen Habitus schaffen, der den Trainer klar ersichtlich macht, ne, oder auch die Gruppe an sich ersichtlich macht. Das stärkt eben das Unterrichtsgefühl und auch die Rahmenbedingungen für gutes Lernen. Okay, das war jetzt mal so ein kleiner Input am Anfang. Ich denke, damit haben wir so ein bisschen das Eis gebrochen. Wir arbeiten heute in diesem Modul, nicht wundern, Modul 1. Ich habe sehr viele Unterrichte natürlich aus dem Bereich, bei mir aus der Schule, aber auch aus meinen Vorbereichen als Lehrer, Trainer und Coach und habe das jetzt für euch ein bisschen heute zusammengebaut. Und wir werden uns heute mit Ausbildungslehre und Trainingslehre befassen. Das wäre jetzt hier mal Modul 1. Und wir fangen mit Ausbildungslehre an. Und um da reinzukommen, ist natürlich die Frage, was ist Ausbildung? Ne? Und ja, ich weiß, wir arbeiten gern interaktiv. Ich möchte das jetzt aber mal ein bisschen kürzer auch machen, um die Zeit effizient heute ausnutzen zu können. Ne? Ausbildung umfasst die Vermittlung von Fertigkeiten und Wissen. Und hier ist es ganz wichtig, dass es im Bereich von Einrichtungen oder Institutionen stattfindet. Und als Beispiel habe ich hier Schule, Hochschulen oder auch private Unternehmen. Und was so typische Begrifflichkeiten sind, Sachen, die eben bei Ausbildung vorkommen, sind, dass es institutionell ist, dass es Prüfungen gibt oder Erfolgskontrollen. Das muss jetzt nicht immer automatisch die super-duper Prüfung sein, ne? Wie jetzt zum Beispiel beim Abitur oder so. Aber es gibt meistens eine Form von Abschlüssen und die sind auch dokumentiert. Ja, also Erfolgskontrollen, Abschlüsse und in irgendeiner Form dokumentiert. Also als Beispiel bei mir an der Schule ist das auch so. Wir haben ein Curriculum, es gibt verschiedene Schülergrade, die aber eher den Sinn haben, zum Beispiel um Ausbildungsabschnitte deutlich zu machen. Und am Ende dieser Ausbildungsabschnitte können die Schüler freiwillig an Prüfungen teilnehmen und bekommen dann eben das Ganze auch als Dokument, als Urkunde. Sie würden aber auch eine Urkunde bekommen, wenn sie die Prüfung nicht ablegen wollen, dafür, dass sie eben den Kurs erfolgreich oder beziehungsweise was heißt erfolgreich, dass sie ihn belegt haben. Das ist eben Ausbildung. Also Ausbildung zielt auch wirklich auf ein gewisses Ende, auf einen Erfolg, auf ein Ziel, auf eine Erfolgskontrolle hin. Und da wir von Ausbildungslehre sprechen, müssen wir natürlich auch den zweiten Begriff klären. Was ist Lernen? Und Lernen ist ein viel, viel weitläufiger Begriff als Ausbildung. Aber auch hier haben wir sehr viele Definitionen. Eine, die mir sehr gut gefällt, weil sie auch einfach und einprägsam ist, ist diese hier. Und zwar, dass Lernen bedeutet, dass man eine überdauernde Verhaltensänderung bekommt oder erhält, die durch Übung oder Erfahrung zustande kommt. Ne? Übung oder Erfahrung. Das heißt, wenn ich mir das rechte Bein breche und sich meine Gangart dadurch ändert, dann ist es kein Lerneffekt. Ne? Ist dann eher ein Unfall und ein bisschen
blöd gelaufen. Kann aber im Leben eben auch passieren, dass man körperliche Schäden zum Beispiel davonträgt und sich deshalb was ändert, aber das ist eben kein Lernen unbedingt. Lernen wäre, wenn ich zur Physiotherapie gehe und dann von jemandem beigebracht bekomme, wie ich laufe, um das Ganze wieder in den Griff zu bekommen. Na, dann ist es durch Übung oder Erfahrung zustande gekommen. Und innerhalb des Lernens haben wir verschiedene Verhalten, die wir eben verändern können. Und das sind diese drei Bereiche. Wir haben den kognitiven Bereich, wo sich Verhalten ändern können, kann. Wir haben den affektiven Bereich und wir haben den psychomotorischen Bereich. Der kognitive Bereich, deshalb auch so die Glühbirne und die Bücher, das ist tatsächlich so das, was wir wissen. Ja, man nennt es auch den Wissensbereich. Das ist halt so rein theorielastig, wenn ihr so wollt. Also das, was wir jetzt gerade machen, wir arbeiten ganz viel im kognitiven Bereich. Aber wir kommen auch an der einen oder anderen Stelle, wie eben auch, wenn wir so mit dem Flipchart arbeiten oder mit dem Whiteboard, in den affektiven Bereich. Affektiv, das heißt, ihr seht das links mit dem Herz und den Smileys. Das ist der Gefühlsbereich, der Einstellungsbereich. Auch das ist ein Lernbereich, denn auch hier kann man durch Übungen und gerade als Trainer eben auch durch Ziele, durch Methoden Verhaltensveränderungen hervorrufen. Ne? Es ist für uns Trainer sehr wichtig, der affektive Bereich, denn richtig, gerade bei Erwachsenen, das wäre dann auch nochmal so ein extra Thema für nachher, ne, was man so als zukünftige Themen bearbeiten kann. Wo ist der Unterschied zwischen Erwachsenenpädagogik und Kinderpädagogik? Erwachsene lernen am besten, wenn sie verstehen, warum sie etwas machen und damit ein Gefühl verbinden, dass es sinnvoll ist. Das muss bei Kindern nicht immer unbedingt so sein. Und der letzte Lernbereich ist der psychomotorische. Das heißt, es geht hier um haptische Sachen, also Dinge, die ihr wirklich tut. Also man nennt es auch den Tätigkeitsbereich. Und da haben wir jetzt hier, ich habe mal Fußball, Cello oder Geige spielen. Und da gehört auch eben auch Fechten dazu, zumindest der praktische Teil. Also Psychomotorik beschreibt in der Pädagogik, in der Lernwissenschaft eigentlich alles, was man so mit Bewegung macht. Ne? Ganz krass genommen ist zum Beispiel auch Sprache psychomotorisch, wenn ihr zum Beispiel jemanden beibringt, seine Lippen richtig zu bewegen, zum Beispiel im Theater oder Sänger Mundübungen, ne, so A und sich so einen Korken unter die Zunge zu legen, das sind eigentlich auch alles psychomotorische Dinge. Denkt dran, wenn ihr Fragen habt, immer auf den Handbutton drücken, damit ich euch dann auch dementsprechend unterstützen kann, wenn mal was unklar ist. Im Bereich des Lernens von Ausbildung gibt es auch international gesehen verdammt viele Begriffe, die einen durcheinander bringen können, gerade im englischen Bereich. Ich habe hier mal so ein paar Sachen zusammengeworfen, also so Begriffe wie Qualifikationen, Skills, dann gibt es Soft Skills und Hard Skills, Fertigkeiten, Fähigkeiten, Kompetenzen. Es gibt Schlüsselkompetenzen, ihr könntet euch mit solchen Fachbegriffen einfach total kaputt machen. Ich finde es immer sinnvoll, erstmal in der eigenen Sprache so ein bisschen die Fachbegriffe kennenzulernen, um damit klarzukommen und sich dann vielleicht auch international zu betätigen. Okay, man könnte das eben auch so darstellen, ne? Lernen, hat man ja vorhin gesagt, ist die dauerhafte Veränderung von Kenntnissen, Fertigkeiten, Fähigkeiten und Einstellungen. Hier kommt immer die typische Frage, was ist der Unterschied zwischen Fertigkeiten und Fähigkeiten? Fertigkeiten sagt eigentlich schon so der erste Bereich des Wortes, nämlich fertig, während Fähigkeiten so eine Art Unterkategorie ist. Also, ihr seht zum Beispiel hier links die Hämmer und rechts die Nägel. Also ihr könnt zum Beispiel sagen, eine Fertigkeit wäre zum Beispiel das Dachdecken. Ne, ich bin Dachdecker, ich kann Dachdecken. Eine Fähigkeit, die ich dafür brauche, ist, mit dem Hammer einen Nagel ins Holz schlagen zu können. Eine weitere Fähigkeit ist vielleicht zum Beispiel einen Schieferschindel zurechthauen zu können und so weiter. Ne? Und das hängt so ein bisschen davon ab, wie ihr selbst die Hierarchie da drinne schafft. Also ihr als Trainer und eure Schüler bestimmen auch so ein bisschen mit, wo es ja am Ende hingehen soll.
Aber typische Fertigkeiten sind eben das, was man auch als Oberbegriff hat, also Fußball spielen, Fechten, ne, Dachdecken, Cello spielen und, und. Das heißt, das sind Fertigkeiten. Während zum Beispiel beim Cello oder so das Streichen der Saiten eine Fähigkeit ist. Und das übrigens, Fertigkeiten und Fähigkeiten, wird im internationalen Bereich ziemlich oft identisch mit Soft Skills und Hard Skills verwendet. Das heißt, die Fähigkeiten sind oft die Soft Skills und die Fertigkeiten dann die Hard Skills. Na, also nur mal so zusätzlich. So, nice to have. Ja, Faktoren für erfolgreiches Lernen gibt es viele. Ich habe hier mal ein paar aufgelistet. Also zum einen ist das Wichtige, die Lernfähigkeit. Das bezieht sich gerade auf den Schüler. Jeder ist anders, jeder lernt anders. Also man kann auch ganze Referate und Vorträge und Unterricht und Seminare darüber gestalten, was es für Lerntypen gibt und für Lernverhalten. Und sowas muss natürlich ein guter Trainer und Lehrer sehen, erkennen und darauf eingehen können. Ganz wichtig sind auch klare Regeln. Also das merkt ihr besonders, wenn ihr mit Kindern und Jugendlichen zusammenarbeitet. Erwachsene haben schon ein gewisses Weltbild darüber, wie Regeln auszusehen haben, wie ein Tagesablauf ist, an was für Kommunikationsregeln man sich halten muss. Aber Kinder und Jugendliche müssen das lernen. Und die lernen das nicht von heute auf morgen, sondern das muss man ihnen durchgängig, bis es Klick macht, immer wieder weiterarbeiten. Das ist eine Aufgabe von Jahren. Ja, mein Sohn ist, der wird jetzt 11. Ich weiß da, wovon ich spreche. Auch nach 11 Jahren dauert es. Ja, umso wichtiger ist es, klare Regeln zu haben und nicht einfach nur davon zu reden, sondern dann eben auch die Konsequenzen durchzuziehen. Also wenn ihr eine Regel setzt, zum Beispiel, keiner, wie bei uns an der Schule, keiner darf mit dem Ort auf dem Boden das Schwert halten, dann muss es eben auch Konsequenzen geben, wenn einer das dann eben ein, zwei, dreimal gemacht hat, ne? Bei mir ist immer so 3 die magische Zahl und dann muss es eben auch eine Konsequenz geben. Und das Beste ist, wenn diese Konsequenz eben auch vorher bekannt sind. Genau, Andreas schreibt, bei Erwachsenen sind Regeln auch wichtig. Na klar, Regeln haben auch ganz viel mit objektivem Kommunizieren miteinander zu tun. Ne? Das heißt, Regeln sorgen dafür, dass man auch als Trainer zeigt, dass man niemanden, ich sag mal, bevorzugt. Und dass alle quasi in dieser Gruppe gleich sind und zusammenarbeiten. Motivation, das war ja auch das, was ihr vorhin sehr stark hervorgehoben habt. Das ist tatsächlich ein Thema, was ich zum Beispiel sehr gerne extra machen würde. Also Motivation ist ein Riesenthema und ich weiß, dass, also eigentlich ist das Thema gar nicht so schwer, wie man denkt. Man muss es aber intensiv bearbeiten. Also Motivation kommt von Beweggründen, ne? Also was bewegt die Menschen und wenn man gut weiß, wenn man eine gute Menschenkenntnis oder wie ihr vorhin geschrieben habt, Empathie hat, dann kann man das eben auch ziemlich gut oder ziemlich schnell schaffen, jemanden zu bewegen, ein Ziel zu erreichen. Und ihr seht hier, das erstgroße war die Lernfähigkeit. Irgendwer hat sein Mikro noch an, bitte mal ausstehen, das krabbelt nämlich, krasselt. Lernfähigkeit ist das. Ist genauso groß gemacht wie Lehrpersönlichkeit. Na, so wie ihr das vorhin auch schon hattet. Also dieser Draht zwischen Lehrer und Schüler ist eben das A und O im Unterricht und im Lernen. Das heißt, der Trainer muss ganz viel an seiner Persönlichkeit arbeiten, an seinen Kompetenzen. Und auch hier kann ich nur empfehlen, Ausbildungen mitzumachen, Weiterbildungen mitzumachen, gerade im Bereich des Selbst. Und Fremdbildes zum Beispiel, wie sieht man sich selbst als Trainer, wie sehen einen andere als Trainer, das mal übereinzubringen. Das hat mir auch schon vor 4 Jahren sehr viel geholfen bei Weiterbildung, wenn man mal ein Feedback von anderen bekommt, auch in schriftlicher Form eben, und das vergleicht mit dem, wie man sich selbst sieht. Ein weiterer Punkt für erfolgreiches Lernen sind eben die Methoden und die Lernatmosphäre. Also mal als Beispiel, ich habe jetzt extra hier im Hintergrund einen weißen Hintergrund. Ich könnte da auch Bücher und alles voll haben, auch wenn ihr jetzt nicht so stark auf mich schaut, aber auch das sind halt Sachen, die man zu bedenken hat, wenn man eine passende Lernatmosphäre schaffen will. Genauso wie das eben im Mikro bei irgendwem gekrisselt hat, dass man dann sagt, okay, ich möchte das weghaben, weil das natürlich eure Aufnahmefähigkeit stark einschränkt. Es
gibt auch sehr viele Studien zum Beispiel, auch wenn es um Arbeiten geht, inzwischen darum, was uns am Tag alles so ablenkt, um effizient zu arbeiten. Ganz interessante Studien, also ob das Handy ist, ob das zu lautstarke Musik ist, ob das ein unaufgeräumter Arbeitsplatz ist, obwohl man sich darüber streiten kann, also ein Arbeitsplatz, der nicht für einen optimiert ist, sage ich mal, so dass manche Leute in einer Stunde nur effizient 6 Minuten am Stück arbeiten können, weil sie ansonsten die ganze Zeit abgelenkt sind. Also da ist der Trainer eben auch für verantwortlich, ob das nun im Fechtsaal ist, ob das im Unterrichtsraum ist oder eben hier auch im Webinar, zu probieren, eine ordentliche Atmosphäre zu schaffen. Und wenn es eben im Webinar zum Beispiel ist, zu sagen, wenn die Leute andauernd reden, dass man sagt, ich mache jetzt mal alle Mikros aus und mache sie nachher erst wieder an. Das sind halt alles so kleine Gimmicks. Okay, ich sehe keine Fragen bis hierhin. Dann steigen wir mal in den Bereich Didaktik und Methodik ein. Und ihr habt vorhin schon gesehen, ich bin immer total heiß darauf, wenn ich das hier unterrichte, was andere oder was andere unter diesen Worten verstehen. Deshalb jetzt mal so meine Bitte, einfach mal hier ein paar Schlagworte jeweils unter Didaktik und Methodik, was ihr darunter versteht. Gut, okay. Ja, das sieht schon ganz gut aus. Also wir haben hier bei Didaktik schon mal die Fragen nach dem Was, bei Methodik nach dem Wie. Jemand hat hier bei Didaktik Methode reingeschrieben. Das müsste tatsächlich eher hier rüber. Vermittlungsgegenstand passt auch ganz gut. Ja, hat auch jemand blau genommen. Das heißt, das passt ja auch ganz gut mit der Umsetzung. Sehr schön. Das ist ja super, wenn das schon so gut klappt und das Verständnis dafür da ist. Okay, ich stelle das nochmal ganz kurz vor. Also ich habe hier dazu diese Grafik. Didaktik ist zum einen der Oberbegriff für die Wissenschaft des Lehrens, wenn man so will. Ne? Aber man unterteilt eben auch nochmal in Didaktik und Methodik. Und Didaktik ist die Frage nach dem Was und nicht nur nach Inhalten, sondern, das wird leider sehr oft vergessen, auch nach den Zielen. Ne? Also nicht nur, was möchte ich unterrichten, sondern eben auch, wozu eigentlich, was ist eigentlich der Sinn dahinter? Es ist eben schön zu wissen, dass man einen rechten Zornhau vermitteln möchte, aber warum eigentlich? Ja, das ist eben auch eine ganz wichtige Frage dahinter. Und eben auch das Ziel, was man damit erreichen möchte. Methodik unten ist dann eben die Frage nach dem Wie. Und das war auch schön, dass da eben noch jemand Mittel geschrieben hat. Das ist nicht nur die Frage nach dem Weg, also der Methode, sondern eben auch nach den Mitteln, die ich dafür nutze. Und so hat man eben eine sehr schöne Zweiteilung im Bereich des Unterrichtens. Einmal die Didaktik mit dem Was, Wozu und die Methodik Wie und Womit. Wichtig ist hierbei, das nicht zu vergessen, ne? Dass es diese klare Trennung gibt und dass es ein Primat der Didaktik gibt. Das heißt, wenn ihr Fragen an eurer Unterrichtsplanung zum Beispiel stellt, dann ist immer die Beantwortung der didaktischen Fragen nach dem Was und Wozu wichtiger und wird vorhergestellt, bevor man nach dem Weg fragt, also der Methodik und den Mitteln. Ne? Dieses Primat ist extrem wichtig, weil ich kenne das aus meiner Anfangszeit, so mit 19, 20 Jahren, als ich das gelernt habe und meine ersten Unterrichte halten musste, dann war für mich immer so die Frage, wie mache ich das? Na, also ich habe immer so im Kopf den Unterricht gehabt, wie der aussehen soll. Das war aber eigentlich gar nicht das Wichtigste am Anfang, sondern das Wichtigste war, worum geht es hier eigentlich und wo will ich hin? Und erst dann kommt eigentlich die Methode und die Mittel. Und das ist, glaube ich, so ein Fehler, den sehr viele machen. Das hat auch was mit Spaß am Ende zu tun, weil Unterrichten ja Spaß machen soll. Und man denkt immer so an diesen Unterricht, wie toll der sein kann, wie cool der sein kann und was man nicht alles für tolle Methoden hat. Und leider stellt man dann vielleicht auch das ein oder andere Mal fest, dass man vielleicht eine Methode gewählt hat, die man super gerne macht, die aber in dem Fall total unangebracht war. Ja, und deshalb ist es sehr wichtig, eine sogenannte didaktische Analyse zu machen, um den Unterricht und auch zum Beispiel ein Curriculum richtig zu planen. Das kann heute aber auch nicht Inhalt sein, weil das einfach zu tiefgreifend ist, aber ich möchte das hier nun mal in den Raum mit reinnehmen. Primat der Didaktik ist extrem wichtig für Unterrichtsplanung.
Ich zum Beispiel arbeite mit einer lernzielorientierten Didaktik. Die wird in den letzten 10, 15 Jahren zwar immer wieder stark hinterfragt, ist aber eigentlich die grundlegendste didaktische Form, die wir in der Menschheitsgeschichte, sage ich mal, so haben. Also ein Ziel zu definieren, mit dem Inhalt übereinzubringen und dann den Weg zu finden und am Ende zu kontrollieren. Hört sich jetzt einfacher an, als es am Ende ist. Denn schon mal ein Ziel richtig zu definieren, zu operationalisieren, wie es dann tatsächlich in der Pädagogik und in der Fachsprache reicht, heißt, ist gar nicht so einfach. Auch das will wirklich gelernt sein. Aber könnt ihr euch schon mal merken, lernzielorientierte Didaktik lässt sich sehr schön übereinbringen mit den modernen Wegen der kompetenzorientierten Didaktik. Passt eigentlich beides zusammen, greift am Ende ineinander, wenn man so will. Wir hatten es ja vorhin schon mal so, was sind die wichtigsten Einflussfaktoren für die Unterrichtsplanung? Das heißt, wir als Trainer, als Lehrer müssen uns Gedanken darüber machen, an welche Gegenstände, an welche Rahmenfaktoren wir Fragen stellen im Verlauf unserer Unterrichtsplanung. Da gibt es verschiedenste Modelle. Vom didaktischen Dreieck also aus verschiedenen Bundesländern für Lehrer, was total schwer zu verstehen ist. Also ich habe mich da vor Jahren mal reingefuchst und das sieht immer zuerst ganz, ich habe nur drei Ecken und dann fangen die auf einmal an, alle Ecken in verschiedenste Konstellationen miteinander zu bringen, wo man sagt, puh, okay. Ich bin eher ein Freund von sowas hier. Also es gibt zum Beispiel das didaktische Sechseck. Ich persönlich arbeite seit puh, 15 Jahren fast mit einem didaktischen Achteck. Das soll ich nur mal so als Beispiel zeigen, an welche Rahmenfaktoren stellt man eigentlich Fragen, um Unterricht zu planen. Na, also ich nehme mal jetzt die rechte Grafik. Wir haben zum Beispiel Faktor Zeit, also wie lange kann der Unterricht gehen. Ne? Also es macht halt einen Unterschied, ob ich mit Kindern arbeite und habe nur 45 Minuten, was auch zum Beispiel bis zu einem gewissen Alter ganz wichtig ist, nicht länger zu machen. Oder habe ich einen Erwachsenenkurs abends, der 90 Minuten geht. Dann haben wir Ziele und Inhalte, also was will ich erreichen, entweder im Curriculum oder eben auch in dieser besonderen Stunde. Das kommt dann auf die Lernzielstufen an und welche Inhalte gehören dazu. Das muss ich also in Verhältnis setzen. Ebenso die Methoden und die Medien, also die Methodik jetzt, ne? Also wie schaffe ich es jetzt, Ziele zu erreichen und die Inhalte abzuarbeiten und welche Medien oder Mittel nutze ich dazu. Und ein weiterer Faktor ist zum Beispiel der Raum. Also wo bin ich eigentlich? Also gerade beim Militär, bei mir ist es dann immer eine riesengroße Frage gewesen, bin ich heute im Unterrichtsraum? Bin ich heute in der Turnhalle? Bin ich auf der Wiese? Bin ich auf dem Übungsgelände? Das sind alles unterschiedliche Faktoren, die ich an die Unterrichtsplanung ransetzen muss. Und das sind eben nicht immer so die Sachen, wie sieht es im Unterricht aus, sondern auch die Sachen, wie komme ich eigentlich dahin? Na? Was brauchen meine Schüler? Zum Beispiel, also wenn ich auf der Wiese einen Unterricht mache, brauchen die ganz andere Sachen, muss ich denen natürlich vorher auch sagen. Das hört sich jetzt so banal an, aber wie oft passiert das, dass man irgendeinen Plan hat und stellt fest, das habe ich den Leuten gar nicht gesagt. Ist halt super toll, wenn er sagt, wir trainieren heute da und da und stellt dann fest, okay, hier ist ja gar keine Heizung, hier ist arschkalt, ich habe vergessen, euch Bescheid zu sagen, nehmt euch mal noch einen Pullover mit. Ja, also das sind so Rahmenfaktoren, die zeigen dann eben, was professionell ist. Jetzt habe ich gesehen, der Stefan hat eine Frage. Der Stefan tippt auch schon. Ah, ihr seht, das ist nicht so schlimm, wenn ihr kein Mikro habt. Ich warte dann auch, wenn da eine Frage ist und ihr könnt ja zusammen mitlesen. Mikro hat halt nur den Vorteil, dass es ein bisschen schneller geht am Ende. Also wenn ihr jetzt in der Corona-Zeit noch mehr Lust auf Webinare oder an den Teilnahmen hier bei mir, an den Webinaren habt, und vielleicht habt ihr ja doch noch Lust, euch ein Mikro zu besorgen. Ja, taucht da irgendwo auch die Arbeitsgruppe auf. Tolle Frage, Stefan. Genau. Also wie ich habe ja gesagt, ich arbeite gerne mit dem didaktischen Achteck und da hast du dann eben genau diese Beziehung noch drin. Ne? Also im didaktischen Achteck ist eben noch die Beziehung Lehrer-Schüler mit drin. Das haben wir jetzt hier zum Beispiel nicht drin. Das ist auch das, was ich an dem Sechseck eben bemängle, wo ich sage, naja, wo ist eigentlich der Faktor Mensch hierbei? Ne? Also ja, das gibt es. Jetzt muss ich mal gucken im linken Modell. Ist es bei Ne, zweiten was da für ist es zum wen? Beispiel noch, ne, die Zielgruppe mit drin. Also es gibt halt unterschiedliche Modelle. Wenn ihr mal danach Lust habt, könnt ihr euch gerne mal die Tage das didaktische Dreieck angucken. Das findet ihr online, was die Lehrer da so machen. Es gibt sogar ein Video zu, wie das benutzt wird. Ist eine Heidenaufgabe, würde ich niemandem empfehlen. Also ich hatte mal mit Andreas drüber gesprochen, der nun wie gesagt Lehrer ist und der hat das auch irgendwann mal gehabt und wir hatten damals auch gesagt, es ist einfach crazy.
Ja, da hat wieder irgendjemand, der selber gar nicht so viel im Unterrichtsraum steht, damit gespielt. Ich habe gerade mal in den Chat einen Link zu Hilbert Meyer. Das ist so, naja, ich will jetzt nicht sagen Gott und Jesus, aber einer der führenden Fachdidaktiker bzw. Didaktiker im Lehrerbereich. Und der hat auch zum Beispiel das Sechseck. Aber wenn ihr mal das dann euch anschaut, da sind zwar die sechs Ecken, aber das sind halt noch deutlich andere Faktoren drumherum. Und der hat halt eben 2004, was ist guter Unterricht, geschrieben. Und das ist, geht so ein bisschen auf das, was Paul hier erklärt hat, mit den beiden Sechsecken einher. Dankeschön. Gut. Stefan, wenn du da die Frage hattest, wenn ich das richtig weiß, ich bin jetzt zwar nicht bei euch drin, aber du kannst die Hand auch, die kannst nur du selber wieder wegmachen. Da musst du mal drauf gucken, die kannst du mit dem Rechtsklick oder so wieder wegmachen. Oder, ja, super. Danke. Okay, das nur mal so zum Einblick in den Bereich didaktische Analyse. Also ich zum Beispiel musste mehrfach in meiner Ausbildung Lehrproben halten und musste dafür 12 bis 20 Seiten so eine didaktische Analyse immer schriftlich anfertigen. Die wurde dann geprüft und wurde dann auch verglichen am Ende der Lehrprobe, die auf Video aufgenommen wurde, im Feedback, ob man sich quasi auch daran gehalten hat, an das, was man vorher geplant hat, in dieser didaktischen Analyse. Ne? Also das ist wirklich, man kann es eben in der Profession, wenn man es beruflich macht, sehr hoch treiben, muss man aber im ehrenamtlichen Bereich jetzt nicht machen, aber es ist trotzdem mal interessant zu sehen, wie man da arbeiten kann und sich natürlich das rauszusuchen, womit man dann auch selber vielleicht im ehrenamtlichen Bereich oder so arbeiten möchte. Was ich euch mal noch rausgesucht habe, sind typische didaktische Prinzipien für die Unterrichtsplanung und auch für die Lernplanung insgesamt. Ich gehe sie nur mal kurz durch. Ihr bekommt das Ganze ja dann auch, also ihr könnt dann ja wieder reinschauen. Zielorientierung habe ich jetzt schon mehrfach angesprochen. Das Typische ist eben auch vom Leichten zum Schweren. Ne? Also immer mit den Einfachen anzufangen. Also ich habe schon früher das nicht so gut gefunden, zu sagen, okay, pass auf, wir fangen jetzt mit den Stücken der Lichtenauer-Tradition an. Ohne vorher Beinarbeit, Hauen oder irgendwas gelernt zu haben, ist natürlich extrem schwierig. Das wäre so, als wenn ich zu einem Schüler sage, also wundert euch nicht, ich muss militärische Vergleiche bringen, weil ich da eben viel meiner pädagogischen Ausbildung auch gemacht habe nach der Uni. Ich kann nicht mit jemandem zum Schießen gehen, mit einem Gewehr, mit scharfer Munition, wenn ich nicht vorher irgendwie ihm Anschlagsarten, Theorieunterrichte etc. etc. Heutzutage ist auch Schießen im Schießsimulator beigebracht habe. Das macht man einfach nicht. Ne? Ich denke, bei scharfen Waffen, also im Sinne von Schusswaffen, ist auch klar, warum. Und es sollte dann eigentlich im Kampfsport mit Schwertern auch einigermaßen logisch sein. Ja, was kann man nochmal so rausgreifen? Vom Konkreten zum Abstrakten. Das hört sich immer erstmal ein bisschen komisch an, vom Konkreten zum Abstrakten. Abstrakte sind eben übergeordnete Modelle, wenn man so will. Und es ist einfacher, erstmal in einem konkreten Fall zu arbeiten, bevor man anfängt, irgendwelche abstrakten Modelle zu bearbeiten. Also man sollte erstmal konkret an kleineren Sachen arbeiten, bevor man das Übergeordnete bearbeitet. Ja, es ist jetzt schön, von der Fechtkunst zu sprechen und das mal zu nennen, aber der Schüler fängt ja dann erstmal viel weiter unten an, konkret mit Beinarbeit, mit dem Stand und so weiter. Vom Bekannten zum Unbekannten, das heißt, man probiert immer im Unterricht zu schauen, okay, wen habe ich jetzt vor mir, wie kann ich ihm das bildlich zum Beispiel greifbar machen, was ich ihm vermitteln möchte. Also wenn ihr zum Beispiel einen Schwert halten nehmt und ihr habt einen Maurer vor euch, dann fragt ihr ihn einfach mal, okay, wie hältst du denn deinen Hammer? Na, wie würdest du das Schwert halten? Zeig mal, ne? Okay, da müssen wir gar nicht mehr so viel ändern zum Beispiel. Oder da müssen wir auf einmal das und das ändern. Also probiert metaphorisch zu arbeiten, probiert vom Bekannten zum Unbekannten zu arbeiten. Und ich muss sagen, das ist wirklich eine Weisheit, die mich als Lehrer in den letzten 15 Jahren am weitesten gebracht hat. Also wenn man, je öfter man unterrichtet und je öfter man vor allem theoretisch unterrichtet, anstatt auch nur praktisch, sich Gedanken darüber zu machen, sich empathisch im Menschen reinversetzen zu können und zu sagen, okay, wie kann ich ihm das jetzt verdeutlichen in seiner Sprache, in seinem Blickwinkel?
dass er versteht, worauf ich hinaus will. Das ist gemein vom Bekannten zum Unbekannten. Das ist für mich einer der wichtigsten oder eines der wichtigsten Prinzipien überhaupt, wenn man unterrichten will. Darf ich das erwarten? Daniele, warst du es jetzt? Ja, ja, ich bin. Wenn ihr hört ihr mich jetzt? Na, du bist ein bisschen leise irgendwie. Keine Ahnung, tut mir leid. Ich kann auch schreien. Nee, ich mach dich einfach mal ein bisschen lauter. Okay, okay. Ich habe mal eine Frage jetzt grundsätzlich. Hier wäre auch interessant eine Verknüpfung zu fachlichen, zu deinen vor allem fachlichen Inhalten, was jetzt natürlich nicht das Thema des Webinars ist. Aber generell vielleicht mal für die Zukunft wäre das mal interessant, das direkt damit zu knüpfen, weil die unbekannte, der unbekannte Faktor ist ja bei uns im historischen Fechten ja schon sehr großer. Du sprachst eben auch von, bevor wir Schwert in der Hand nehmen, oder bevor wir Oberheul lernen, müssen wir erstmal in die Beinarbeit gehen. Aber das sind ja auch so Sachen, so grundlegende Prinzipien, die ja gar nicht so deutlich und auch eben didaktisch, sag ich mal, überliefert worden sind. Da ist die Frage auch, wie ist der Umgang oder wie persönlich gestaltest du auch den Umgang mit dem, wie ich persönlich finde, doch sehr großen, unbekannten Wissen oder unsicheren Wissen, sage ich mal so. In Bezug auf Grundlagen meinst du jetzt? Auf Grundlagen, speziell auf Grundlagen, die ja jetzt nicht, wie gesagt, also da muss man sich ja natürlich dann vielleicht Sachen von woanders holen. Das ist natürlich auch hier ein Stück weit eine fachliche Frage, aber wir haben halt eben diesen Unsicherheitsfaktor oder ich habe ihn persönlich, dass ich sagen kann, okay, ich weiß halt nicht immer hundertprozentig, welche Schrittarbeit oder sonst irgendwas dahinter steht. Wie würdest du denn persönlich damit umgehen, beziehungsweise wie gehst du mit unsicherem Wissen um? Ja. Didaktisch auch, auf didaktisch. Also ich kann euch sagen, wie ich mit meiner Unsicherheit in dem Bereich, den du gerade nennst, damals umgegangen bin. Also bei mir ist das jetzt schon weit über 10 Jahre her, dass ich gesagt habe, boah, diese Grundlagenlehre, die da bisher nicht erfasst wurde, ich muss mir die irgendwie erschließen. Und was ich damals gemacht habe, was natürlich ein Aufwand über viele Jahre war, war zum Beispiel Joachim Meyer erstmal hauptsächlich und dann eben auch die älteren Quellen zu vergleichen und hinsichtlich aller vorkommenden Beinarbeiten in den Stücken und in den Texten zu vergleichen und zu schauen, welche gibt es, wann werden die angewandt und gibt es da eine Struktur dahinter. Also das habe ich schon vor Jahren angefangen auszuarbeiten, bin auch schon seit einigen Jahren mit fertig, habe da meine Struktur und unterrichte das eben auch so. Also es ist in den Texten drinne. Gerade bei Meyer ist es en Detail alles beschrieben. Also nur mal so nebenher, jetzt auch wenn das nicht Thema heute ist, wie du sagst, im Meyer gibt es nichts, also es gibt nichts, was es in der Fechtkunst gibt, was nicht bei Meyer beschrieben ist. Da bin ich wirklich fest von überzeugt. Also ich kenne moderne Fechtbücher, ob das jetzt Barth zum Beispiel ist, also auch moderne Fechtbücher aus dem 20. und 21. Jahrhundert. Ich sehe da keinen Themenbereich, außer vielleicht moderne Trainingslehre. Ne, also wenn es jetzt um Gehirnfunktionen und so geht, das ist bei Meyer natürlich jetzt nicht so detailliert drin, ist klar, ne, wegen Anatomie und. Aber wenn es darum geht, welche technisch, strategisch und taktischen Bereiche, die Fechtkunst bietet, findet ihr bei Meyer eigentlich alles. Also können wir, ich hatte letzte Woche eben das Seminar Meyer und seine Didaktik und da habe ich das alles sehr schön aufgeführt. Also vielleicht könnt ihr mich ja überreden, nochmal das auch gern nochmal zu halten mit einem anderen Publikum. Also bin ich auch gern bereit für. Okay. Na. Aber können wir aber auch gerne nochmal in der Diskussionsrunde drauf nachher zurückkommen, wenn du es dir mal irgendwie notierst. Ne? Okay, also aber der Daniel hat recht, also es ist eben ein wichtiges Thema, auch gerade im historischen Fechten, dass es eben unbekannte Themen auch manchmal gibt, die man sich erschließen muss. Ist eine schwierige Arbeit. Ja, gut. Erschließt euch die restlichen ein bisschen selbst, sodass wir die Zeit jetzt nicht überspannen heute. Und ich möchte damit gern in den zweiten Teil überleiten, nämlich in den Unterschied jetzt zwischen Ausbildungslehre und Trainingslehre und jetzt dazu mal die Trainingslehre erklären. Und dieses Bild sagt schon sehr viel aus, denn Trainingslehre beschreibt tatsächlich sportliches Training. Und es gibt viele Definitionen, das hier ist eine ganz klare. Sportliches Training ist ein planmäßig gesteuerter Prozess, bei dem mit inhaltlichen, methodischen und organisatorischen Maßnahmen entsprechend einer Zielvorstellung Zustandsänderungen der komplexen sportmotorischen Leistung, Handlungsfähigkeit und des Verhaltens entwickelt werden sollen. Und wichtig ist hier wirklich sportmotorische Leistung. Ja, da werde ich jetzt
nochmal intensiver gleich drauf zurückkommen. Ich habe euch mal zum Verständnis für Trainingslehre, es sieht ein bisschen antik aus, es ist aber ein Riesenaufwand, das kennt ihr vielleicht selbst immer, Modelle komplett neu zu machen, und das habe ich bis heute leider nicht geschafft, deshalb nutze ich eine etwas ältere Grafik. Körperliche bzw. sportliche Leistungsfähigkeit, also was eben genannt wurde. Was ist das und wie hängt das eigentlich zusammen? Und ihr könnt euch merken, dass Trainingslehre immer auf Leistung abzielt und es gibt halt eine Leistungsstruktur. Und als allererstes bedeutet Trainingslehre, dass es sich um die motorischen Fähigkeiten hauptsächlich bezieht. Ne? Also das ist so immer bei Trainingslehre hauptsächlich der Schwerpunkt. Und da haben wir eben die koordinativen Fähigkeiten. Ne? Das wäre so das, was wir vorhin Psychomotorik genannt haben vielleicht. Dann haben wir die konditionellen Fähigkeiten und die Bewegungsübertragung, also die Beweglichkeit. Das sind so die drei großen Bereiche von sportlichem Training. Und ihr seht schon, das unterscheidet sich eben doch von dem, was wir vorhin zur Ausbildung gesagt haben. Wichtig, konditionelle Fähigkeiten sind eben nicht nur Ausdauerfähigkeiten. Das wird auch oft falsch verstanden. Also Kondition ist eben auch Schnelligkeit und Kraft. Weiterhin haben wir aber auch hier taktisch-kognitive Fähigkeiten. Also ihr könnt auch gerne mal bei Leistung eben den Fechtsport als Leistungssport mit reinziehen. Deshalb heißt es ja auch Leistungssport, ne? Weil es hauptsächlich darum geht, Leistungen zu erbringen und das Maximale rauszuholen, was rausholbar ist. Wir haben psychische und soziale Fähigkeiten, die eben ein Einflussfaktor für diese sportliche Leistungsfähigkeit sind, ob das nun Wille, Motivation, Einstellung, Sozialverhalten oder sozialer Kontakt sind. Ihr werdet hier auch immer wieder Verknüpfungspunkte zu dem vorigen Modell Ausbildungslehre sehen. Ne? Wir haben innere Rahmenbedingungen, Talent, Konstitution, Gesundheit. Ne? Also der Schüler, wenn man so will, der Trainierende. Was hat der Voraussetzungen, die er mitbringt? So eine Sache, also ich mache gerade mal wieder eine Weiterbildung oder eine zusätzliche Ausbildung. Ich habe das zwar bei der Bundeswehr schon mal gemacht, aber ich will es einfach nochmal machen, um mich auch wieder ein bisschen auf Stand zu halten, einen Fitnesstrainerschein. Und es gibt ja zum Beispiel so, ich habe das früher auch mal gehört und auch selber immer mit weitererzählt, dass man zum Beispiel als Sprinter geboren werden muss und so weiter. Also auch das ist heutzutage größtenteils zum Beispiel widerlegt. Also entweder man hat für gewisse Sachen eine Veranlagung oder nicht, ja, dann hat man es einfacher als andere, aber grundsätzlich zu sagen, den Bereich Sprinten hervorzuheben und zu sagen, ja, du kannst nur ein guter Sprinter werden, wenn du auch so ein Sprintergen hast, das ist eben auch Quatsch, ne? Also jeder hat eben die Veranlagung, die er hat, und das prägt sich zum Beispiel auch unterschiedlich aus, je nachdem, wie man eben aufwächst und was eben gefördert wird. Ne, manche erfahren gar nicht von Begabungen oder Talenten, die sie haben, weil sie nie in Kontakt damit kommen. Gut, dann haben wir die äußeren Rahmenbedingungen, Familie, Umgebung, Beruf, die auf Leistungsfähigkeit einwirken. Ihr kennt das, wer schon mal auf Turnieren war, wer vielleicht wie ich mal 14 Jahre lang Fußball gespielt hat, der weiß, wenn er beim Auswärtsspiel ist und das Publikum einen die ganze Zeit ausbuht, dass das sehr großen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit haben kann. Oder dass, wenn man zum Beispiel einen Trauerfall in der Familie hatte und dann trotzdem zu so einem Spiel geht, man vielleicht auch nicht ganz auf dem Posten ist und. Ne? Also das sind halt so äußere Rahmenbedingungen. Ja, und an sich ist auch die Technik eben ein Faktor. Und das Wichtigste an diesem Modell ist eigentlich, um den Unterschied zwischen Training und Ausbildung zu verstehen, dass es bei Training rein um die maximale körperliche Leistungsfähigkeit geht, um die rauszuholen in den jeweiligen Bereichen, die man halt haben möchte. Und das kann sich je nachdem, was man eben für Lernziele zum Beispiel im Rahmen der Ausbildung setzt, übereinstimmen in Bereichen, kann aber auch nicht sein. Ne? Zum Beispiel, wenn wir kognitive Lernziele haben, dann muss das vielleicht auch gar nicht zusammenpassen mit Trainingslehre. Bei Trainingslehre eben, auch wenn es taktisch-kognitive Fähigkeiten mit einbezieht, eben auf die körperliche Leistungsfähigkeit zielt. Wenn ich aber einen Fechtsport habe, der sehr kognitiv lastig ist und ich gewinne, obwohl ich 120 Kilo schwer bin und mich nicht von der Stelle bewege, ja, dann
kann es durchaus sein, dass die Schwerpunkte dort vielleicht anders liegen. Ne? Also da muss man eben schauen, wie man das als Trainer übereinbringt, diese zwei Bereiche. Wenn man das auf zwei Seiten mal sieht und sagt, okay, ich habe rechts die sportliche Sichtweise im Rahmen der Trainingslehre und links die lehrende Sichtweise im Rahmen der Ausbildungslehre, dann haben wir eben eine Orientierung hier an Ausbildung, an Lernen, an Aufgaben, die ich stelle, an dem Curriculum, wo ich hin will. Beispiele dafür sind eben Schulen, Berufsschulen, auch für mich zum Beispiel mein Leben beim Militär, bei Polizei, aber eben auch Firmen. Also wer in einer großen Firma arbeitet mit vielen, vielen Hunderttausenden oder sogar Zehntausenden Mitarbeitern deutschlandweit, europaweit, der weiß, wie wichtig Ausbildung ist. Ja, und wie wichtig gute Ausbildung ist. Und auf der anderen Seite haben wir eben die sportliche Sichtweise, Trainingslehre, wo die Orientierung die maximale oder optimale körperliche Leistungsfähigkeit ist. Ob man da jetzt das olympische Fechten, Boxen, Biathlon oder Schießsport nimmt. Dabei gibt es eben Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede in den Methoden, in den Wegen. Und am Ende entscheidet jeder von euch selbst, wie er das übereinbringt. Aber für mich ist es extrem wichtig, weil ich ja das auch immer wieder oft gefragt werde, was ist jetzt der Unterschied zwischen Trainingslehre und Ausbildungslehre? Es gibt eben große Unterschiede. Ihr könnt die ganze Zeit ein reines sportliches Training machen, bei euch in der Schule oder im Verein. Ohne Ausbildung. Das geht. Ne? Ihr könnt aber auch ein riesen Curriculum aufbauen und eure Schüler ausbilden über Jahre hinweg mit Zielen, mit Strukturen. Das könnt ihr allerdings, wenn ihr Fechten ausbildet, nicht ohne Training machen. Also es funktioniert nicht, weil Training kommt ja auch so ein bisschen aus dem Englischen, bedeutet ja Übung, ne, wenn man so will. Ich habe dafür mal so eine kleine Grafik gemacht, bin jetzt nicht der große Grafik-Champion, aber als Lehrer im historischen Fechten muss man eben aus meiner Sicht beide Bereiche zusammenbringen und sagen, okay, wie kann ich das eben übereinbringen, um das zu erreichen, was ich am Ende machen will. Für mich ist das immer eine Art Gleichgewicht. Das kann aber je nachdem, was man halt persönlich für Ziele hat in seiner Schule oder in seinem Verein auch abweichen. Da kann eben mal das Training größer sein und bei dem anderen die Ausbildung größer sein. Nur in einem sportlich oder kampfsportlerischen, kampfkünstlerischen Bereich gibt es halt keine Ausbildung ohne Training. Inwiefern Training ohne Ausbildung machbar ist, weiß ich jetzt nicht. Ich kenne jetzt nicht jeden Verein, jede Schule in Deutschland, aber mein Eindruck ist immer doch, dass das Training sehr stark im Zentrum steht und Ausbildung und Lehre nicht ganz so stark. Bei mir kommt dieses Verhältnis eben auch her, dass ich zum Beispiel als Offizier, Ausbilder, Lehrer und Coach beim Militär auch so ausgebildet wurde. Für uns war das zum Beispiel immer klar in der Offizierschule, dass ich im DOSB, also auf im Rahmenwerk des DOSB ausgebildet bin, dass ich meine Soldaten als Fitnesslehrer fit halten muss, als Sportausbilder sportlich fit halten muss und die entsprechenden Lizenzen habe, dass ich das deutsche Sportabzeichen abnehmen darf und dass ich auf der anderen Seite eben auch eine pädagogische Ausbildung habe im Bereich Ausbildungslehre, wo es am Ende darum geht, zu unterrichten, Ziele zu planen, Curriculum zu planen. Gute Nacht, Mausi, schlaf schön. Und das war immer so ein Mehrklang. Also es gibt noch mehr Sachen, die damit in die Ausbildung, Studium und Offizierschule und so reinpassen. Aber Training und Ausbildung war für mich schon immer im Kopf was zusammengehört. Und aber eben auch unterschiedliche Aspekte sind. Ne? Deshalb wollte ich das eben hier gerne nochmal hervorheben. Deshalb hatte ich auch mal hier diese Folie mit drin. Das heißt, Ausbilder beim Militär und Lehrer im historischen Fechten sind für mich in vielen Bereichen nahezu identisch von den Kompetenzen, die man eben mitbringen muss, fachlich gesehen. Englisch macht es schwerer, das ist mir aufgefallen. Also ich habe auch zivile Ausbildungen mitgemacht und Weiterbildung und vor 10, 15 Jahren hieß man noch Ausbilder, auch im zivilen Bereich, ne, ob das in der Firma ist, dann war man bei einer Schulung ADA, Ausbilder der Ausbilder und heute heißt es dann Train the Trainer und das macht es natürlich noch schwerer, wenn der Ausbilder jetzt auf einmal international Trainer heißt und Ausbildung Training, obwohl es gar nicht um Sport geht, denn im Englischen heißt der
das, was bei uns im sportlich Trainer heißt, eigentlich Coach. Wobei bei uns im Deutschen eigentlich Coach schon wieder jemand ist, der auf einem sehr persönlichen Bereich probiert, andere zu motivieren und zu helfen, ihre persönlichen Ziele zu verwirklichen. Also Begrifflichkeiten für die Person des Lehrenden, wenn man das mal so auf einer Metaebene zusammenfassen will, gibt es so viele, gerade im internationalen Bereich, dass man eigentlich da total ohne ein bisschen fachliche Unterstützung und sich das mal schriftlich festzuhalten und zu strukturieren verloren ist. Also ich wäre, glaube ich, auch vor Jahren verloren gewesen, wenn ich nicht angefangen hätte, das irgendwann mal aufzuarbeiten. Also ich habe auch mal für den DDRF im Rahmen dieser Trainerausbildung, die ich mit ausgearbeitet habe, ein riesen Pamphlet gemacht, wo ich auch die verschiedenen Begrifflichkeiten in der Tabelle zusammengestellt habe und dann erklärt habe. Das habe ich auch noch bei mir auf dem Rechner, zum Beispiel auch um meine Trainer weiter zu schulen. Was ist ein Lehrer? Was ist der Unterschied zu einem Coach, zu einem Trainer, zu einem Trainer, und so weiter, ne? Also das ist ein Riesensammelsurium an Fachbegriffen. Gut, das wäre jetzt mal so mein kleiner Überblick an sich gewesen, so heute als Einblick. Als Ausblick habe ich mal ein paar Sachen zusammengetragen, wo ich sage, das wären mögliche Themen. Es gäbe viel mehr. Also ich habe so viel Bücher, Unterrichtsmaterial in der letzten 14, 15 Jahre. Da kann man sich wirklich ewig auslassen. Man kann auf diese Themenbereiche eben sehr gut intensiv eingehen. Das ist einmal das Lernen an sich, mit den ganzen dazugehörigen Unterthemen. Dann aber eben der Ausbilder. Also sich mal mit sich selbst beschäftigen als Ausbilder und auch mit der Sichtweise der Schüler, wie ich das vorhin schon gesagt hatte, mal das extrinsische Bild und das intrinsische, also meine Selbstwahrnehmung und die Fremdwahrnehmung der Lehrpersönlichkeit und was man für Kompetenzen eigentlich benötigt als Trainer, wie man als Vorbildpunkt oder was man als Vorbildfunktion zum Beispiel zu beachten hat, wie man auf Kinder wirkt oder auf Jugendliche und, da kann man echt viel machen. Das Thema Motivation, also Beweggründe, ist auch ein Riesenthemenfeld, was mir sehr am Herzen liegt. Also ich habe da auch schon einige Weiterbildungen mal gemacht und gerade vor 2 Jahren die letzte, die war sehr gewinnbringend darüber, wie man Leute dazu bewegt, mit Motiven Zielen zu folgen. Unterrichtsplanung, also didaktische Analyse, Unterrichtsstrukturmodell und, da gibt es auch sehr viel, was man machen kann. Mir sehr am Herzen liegt auch immer die Lernzieldidaktik, also über die Ziele und Inhalte quasi Unterricht aufzubauen und wie man das professionell macht. Also nicht einfach sagt, ich möchte gerne den Zornow rechts schlagen können. Ja, ist schön, das aber vielleicht ein bisschen mehr zu operationalisieren und da auch konkreter zu werden und das eben auch in eine Lehrstruktur zu bringen über die Lernziele selbst. Das Thema Erfolgskontrolle ist ganz wichtig. Das muss nicht immer ein Test oder eine Prüfung sein, sondern auch die Erfolgskontrolle im Unterricht. Zum Beispiel könnte ich auch jetzt hier eine kleine Erfolgskontrolle machen und sagen, mit einem Fragenkatalog oder so, Multiple-Choice-Test oder, um zu schauen, okay, wie war mein Unterricht, was haben die Leute eigentlich mitgenommen? Na, also könnte ich auch hier eine Erfolgskontrolle gestalten. Ja, Methodik. Der Bereich Ausbildungsmittel und Ausbildungsmethoden, das ist das, was die Leute irgendwie immer am meisten interessiert, habe ich das Gefühl. Es ist auch mit eines der tollsten Themen, aber aus meiner Sicht bringt einem das halt null, wenn man wirklich was erreichen will, weil dann einfach ohne Ziele und ohne eine strukturierte inhaltliche Planung einem auch die beste Methode eben nichts hilft, ne? Also Lernen ohne Struktur ist, ich nenne das. Das hört sich jetzt immer hochtragend an, aber ich vergleiche das immer so ein bisschen mit Bolzen und richtig Fußball spielen. Ich als Fußballer, ich habe viele Jahre gebolzt, weil es einfach Spaß gemacht hat. Und dann hatte ich irgendwann einen guten Trainer, der hat uns als Team richtig ausgebildet, hat uns richtig die ganzen verschiedenen Art und Weisen zu dribbeln, den Ball richtig zu spielen, zu schießen und beigebracht. Und auf einmal haben wir halt Meisterschaften gewonnen. Ich war Torschützenkönig und dies und das. Und dann weiß man eben, wo so ein bisschen der Unterschied liegt und das muss aber eben jeder für sich selbst entscheiden, wo er am Ende auch hin will. Das ist also keine Bewertung in dem Sinne, sondern eine Unterstützung, den richtigen Weg zu gehen, der für einen eben passt. Trainingslehre habe ich eben genannt. Also das ist eben so der Bereich, der eigentlich für Sportausbilder, für Fitnesstrainer und so bekannt sein müsste,
wo man auch da eigentlich die besten Kompetenzen erwerben kann. Oder wenn man eben eine DOSB-Ausbildung mal macht im Bereich Ehrenamt bis hin zum Leistungssport, dann hat man auch den Bereich Trainingslehre immer viel, viel mehr drin als Methodik und Didaktik. Also wir haben ja damals die ganzen Rahmenausbildungen des DOSB analysiert und haben halt festgestellt, dass in so riesen Ausbildungsvorschriften von hunderten Seiten dann Trainingslehre riesengroß war und Methodik, ich glaube, dann nur 3 oder 4 Seiten. Also ja, Kommunikation, ganz wichtig, ist jetzt natürlich bei einem Webinar schwierig, darüber zu sprechen. Aber auch sowas habe ich ausgebildet und wurde auch sehr viel darin ausgebildet mit Kameratrainings und allem drum und dran, mit Feedback über Reden, Körpersprache, Reden halten, sprechen. Also da gibt es echt coole Sachen, die man machen kann. Ich habe das öfter in den letzten Jahren erlebt, wenn ich irgendwo Events gemacht habe, auch größere Mal, dass dann jemand auf mich zukommt und sagt, ja, weißt du, ich stehe zwar die ganze Woche oder öfter mal als Trainer da, aber eigentlich liegt mir das gar nicht so, vor der Gruppe zu stehen. Ich möchte eigentlich zum Beispiel ungern das Mikro haben jetzt und mal. Also, wir haben auch Leute in der Szene, die sind halt Trainer und fühlen sich manchmal gar nicht so wohl, zum Beispiel vor Gruppen zu sprechen. Das muss auch nicht sein, aber wenn Leute zum Beispiel Interesse daran haben, für die Zukunft mal zu sagen, ja, ich würde eigentlich gerne mal auch mich weiterbilden und sagen, wie kann ich eigentlich vor so einer Gruppe stehen? Und da geht es auch eher um Erfahrungen sammeln, ne, und das wirklich mal mit verschiedenen Methoden auszuprobieren, zu sagen, okay, heute, ne, eine Blutsturzrede zum Beispiel zu halten, einfach mal, gibt es verschiedene Übungen, vor Gruppen zu stehen und nichts machen. Das war für mich mal das Schlimmste als junger Offizier. Stehen Sie mal vor dieser Gruppe, lassen Sie sich anstarren und 1 Minute einfach nur gucken. Sie dürfen nichts sagen, Sie dürfen sich nicht bewegen. Könnt ihr mal ausprobieren zu Hause, ist auch eine tolle Übung. Also nur mal so, das sind halt Themen. Und eine Sache so zum Schluss, die ich mal auch vor ein paar Jahren mit den Dortmundern bei Tremonia zusammen gemacht habe, da habe ich ein Wochenendseminar gemacht und habe mit ihnen zusammen einen Lehrplan bzw. ein Curriculum ausgearbeitet und habe quasi am Gegenstand die Leute unterrichtet. Sie haben quasi von mir in einem Seminar beigebracht bekommen, wie man ein Curriculum aufbaut, Lernzieldidaktik und. Und das in Kleingruppenarbeit, wo man dann am Ende schon mal ein halbes fertiges Curriculum für seine Schule oder so hat. Das hat auch echt viel Spaß gemacht. Und die haben bis heute gesagt, das hat ihnen super weitergeholfen. Fragt da immer mal wieder regelmäßig nach. Ja. Okay, ich habe mich halbwegs an meinen Zeitrahmen gehalten jetzt für diesen Impulsvortrag. Also, es war, wie gesagt, mein Ziel, euch mal so einen Einblick zu geben in dieses Riesenthemenfeld Methodik und Didaktik, was mir persönlich extrem am Herzen liegt. Ich hoffe, das hat man auch so ein bisschen gespürt, dass mir das wirklich einiges bedeutet und ich da sehr viel Spaß bei habe und das in einem Webinar natürlich schwierig ist, das rüberzubringen. Jetzt muss ich mal ganz kurz auf meine Flipchart schauen oder mein Whiteboard, was ich da noch vorbereitet hatte, so zum Schluss hin. Ah, genau. Das ist eine Sache, die können wir jetzt vielleicht mal noch vor dem Feedback und vor der Diskussionsrunde machen, dass ihr vielleicht mal ganz kurz auf diese Folie noch so schreibt, was ihr euch jetzt so für Themen wünschen würdet für die Zukunft. Aus dem Repertoire oder auch darüber hinaus, egal ob jetzt im Webinar oder mal später in einem Seminar oder das, wo ihr sagt, ja, da würde ich mit Paul gerne mal vielleicht dran arbeiten. Jetzt bezogen auf die Methodik und Didaktik oder generell einfach? Generell, also ja, ne, doch, also das Thema sollte jetzt erstmal Methodik und Okay. Didaktik sein, also Ausbildungslehre, Trainingslehre, ne, alles, was wir jetzt so hatten in dem Bereich unterrichten. Wenn du natürlich was anderes hast, dann kannst du es ganz unten rechts auch gerne nochmal mit reinschreiben. Also ich Okay, bin dann ja. überlege ich mir was. Also ein schönes Thema, was mir gerade noch so einfällt, das habe ich vorhin nicht mehr auf die Folie auch drauf gekriegt, ist ein besonderes Thema innerhalb der Methodik. Das ist zum Beispiel die Lektion oder das Lektionieren. Das mache ich jetzt seit einigen Jahren, und habe mich da auch persönlich mit einem chilenisch-spanischen Fechtlehrer weitergebildet, auch online. Und muss nur sagen, okay, ja, das ist was, wo unsere Szene zum Beispiel noch ganz viel lernen kann.
Das hilft aber am Ende auch nur viel, wenn man öfter mal die Möglichkeit hat, mit einem Schüler privat zu arbeiten. Ne? Oder zumindest in einem Training mehrere Trainer hat. Was meint das genau, Lektionieren? Eine Lektion ist quasi ein Vier-Augen-Prinzip des Trainings, ne? Wo man durch eine gewisse Reizung des Gegner, des Schülers, indem man Aktionen macht, Reaktionen hervorrufen will. Also Okay. zum Beispiel eine Blöße geben und er muss angreifen, aber da gibt es eben so feinfühlige Sachen, die man bearbeiten kann. Das kann man wirklich nur praktisch machen. Also das muss man selber mal erfahren haben und geübt haben. Aber aus meiner Sicht die schönste Lehrmethode, die uns die Fechtkunst bietet, die es in keiner anderen Kampfkunst auch gibt. Also ich habe mit vielen Kampfkunstlehrern mal gesprochen in den letzten 2 Jahren und die das auch mal gesehen haben, zum Beispiel Karateka. Wir haben hier in Nordhausen ganz Bekannten, der ist weltweit bekannt und die haben alle gesagt, sowas kennen die gar nicht. Ne? Okay. Und das gibt es schon seit Meyer, dieses Lektionentraining. Das erwähnt er auch. Es das heißt da zwar noch nicht so, aber das scheint so ein typisch europäisches Ding zu sein. Okay. So eine Art, darf man das vergleichen wie mit dem Frage-Antwort-Spiel der Filipinos so ein bisschen? Oder ist das, wenn dich das was sagt? Oder ich Das. weiß, versuche jetzt gerade das irgendwie einzuordnen für mich. Also, ich habe ein paar Sachen online, glaube ich. Muss mal im YouTube-Channel gucken unter Okay. Lessons, weil die englische Übersetzung ist Lesson. Okay. Und es geht am Ende darum, dass wenn du zum Beispiel ein Lichtenauer Stück nimmst, was weiß ich, den Zornhauer Ort, ne, also die Stücke zum Zornhauer Ort, dann steht ja in den Stücken, die aus meiner Sicht auch Lektionen sind, wenn er dir von oben zuhaut. Ne? Das heißt, du würdest als Trainer quasi die Aktion des Gegners mimen und der Schüler muss darauf reagieren. Das heißt, du haust ihm zum Beispiel mit einem Zornhau zum Kopf, er muss reagieren, aber es geht jetzt nicht darum, das Stück einfach nachzuturnen, sondern es geht eben auch darum, Progressionsstufen zu schaffen. Also zum Beispiel erstmal im Stand, ne? Oder erstmal eine Vorstufe davon und ihn dahin zu führen, eben auch in einem Trainingsplan, ne? Und in einem Lehrplan. Und das erfordert eben sehr viel Feinfühligkeit, weil du probierst dann bei dem Schüler in der Kommunikation kaum noch zu reden. Am Ende kannst du quasi einen Übungskampf machen, wo der Schüler nur noch auf die Aktion, die du machst, mit dem reagiert, was du ihm beigebracht hast. Das ist Okay, total okay. Also so krass. eine Hinführung in so ein Aufgabensparring so ein bisschen auch, wenn ich das so. Genau. Ah, okay, alles klar. Also das ist wirklich so ein Aktion-Reaktionsspiel. Also du bist so kognitiv beschäftigt, dass Leute, die in den letzten Jahren bei mir Privattrainings mit dieser Methode hatten, die waren zum einen begeistert, zum anderen haben sie aber auch gesagt, es ist übel anstrengend kognitiv. Ne? Ja. Also auch für den Trainer umso mehr. Also wenn ich da so einen ganzen Tag auch mit Pausen zwischendurch mit den Leuten so Lektionen mache, dann bin ich voll im Eimer abends. Ne? Okay. Ja, kann ich mir vorstellen. Okay, super. Ich sortiere mal ein bisschen Trainingspläne. Trainingsziele, Trainingsformen. Okay, ich gehe jetzt immer davon aus, dass ihr bei Trainingsformen eben auch Trainingsformen und nicht Methoden des, also Lernmethoden meint. Na, also es ist zum Beispiel ein Unterschied jetzt, ob ich eine Trainingsplanung mache oder ob ich eine Curriculumsplanung mache. Also das kann ineinander greifen, muss es aber nicht. Okay, super. Danke erstmal dafür. Und damit würde ich jetzt in die Fragerunde überleiten. Und wir haben hier in diesem tollen Programm so einen Fragemodus. Das heißt, immer wenn jetzt jemand von euch rechts unten eine Frage eintippt, dann wird die automatisch von dem System als Frage erkannt und Andreas als Moderator kann die Frage dann anklicken und dann erscheint die. Jetzt muss ich mal gucken. Rechts ist ja da, ist ja hier gespiegelt. Hier drüben in dem blauen Feld. Und ihr könnt die alle sehen und ich kann quasi die Frage probieren zu beantworten. Das wäre jetzt so eine Variante. Also auch wenn ihr jetzt quasi ein Mikro habt, das trotzdem bitte da reinschreiben, damit es dann einfach da drinnen steht, dass wir das optimal ausnutzen können. Also Fragen, die sich jetzt ergeben haben, eben im Laufe des Unterrichts. Aber auch alle möglichen Fragen, die euch jetzt so einfallen in Bezug zur Methodik und Didaktik, die ich vielleicht nicht angesprochen habe, die euch noch interessieren. Feel free. Weil nach der Fragerunde machen wir nochmal so eine offene Runde. Muss immer nur erstmal einen Icebreaker geben, wo einer jetzt anfängt und sagt, ja, ich habe da mal eine Frage. Und
dann läuft das eigentlich ziemlich rund. Gut, erste Frage, Oliver. Ab wann fange ich mit Lektionen an? Ja, sehr gute Frage. Also zum Beispiel im olympischen Fechten heute fängt man extrem früh mit Lektionen an. Also man macht quasi schon die ersten Hauübungen in der Lektion mit dem Trainer. Ne, immer wieder. Als Ergänzung quasi zu Soloübungen. Und auch ich würde eigentlich dazu raten, wenn man das personell und eben auch fachlich in einer hohen Qualität anbieten kann. Aber ich zum Beispiel könnte es im Moment nicht aus fachlicher Sicht, sondern eher aus personeller Sicht. Also wenn ich in einem Kurs 13 Leute stehen habe und möchte ihnen jetzt zum Beispiel den rechten Zornhau beibringen und wir sind über die Soloform zum Beispiel hinaus, dann mache ich das eher in Partnerübungen als in Lektionen. Weil ich nicht mit 13 Leute jeweils 10 Minuten in die Lektion dran nehmen kann, dann ist der Unterricht eben vorbei. Was man aber machen kann, ist eben Übungsformen erfinden, wo auch die Schüler so ähnlich wie in einer Lektion arbeiten. Und das geht. Und das mache ich jetzt auch schon seit einer Weile, also seit ich das Thema Lektion auch selber kennengelernt habe und regelmäßig übe, probiere ich das schon im Grundlagentraining im ersten Modul mit einzuarbeiten. Und Oliver, bei dir weiß ich ja, wir haben das auch schon mal persönlich gemacht im Privattraining, im Einzeltraining. Und ich habe ja dir und Florian auch schon mal entsprechende Übungen gezeigt. Das ist dann zwar nicht unbedingt mehr eine Lektion mit dem Trainer, aber die Methode des Agierens und Reagierens ist auf jeden Fall auch in den Partnerübungen mit drin. So, Oliver, ist damit deine Frage beantwortet? Okay, nächste Frage ist von Stefan. Macht es Sinn, ein Ziel von Anfang an festzulegen? Ja, unbedingt. Also, ich finde das immer lustig. Es gab, ich weiß nicht, wer, irgendwer auch hier aus der Runde, ich weiß gar nicht, irgendwer hat mir das letztes gezeigt. Es gibt so ein Video von jemandem, der sagt, man soll keine Ziele haben im Leben, sondern der Weg ist das Ziel. Und schon mit der Aussage, die er da bringt, hat er schon wieder ein Ziel festgelegt. Ne, also, wenn der Weg das Ziel ist, dann ist der Weg ja ein Ziel. Also, es geht nicht ohne Ziele eigentlich. Und die sollte man tatsächlich am Anfang festlegen. Jetzt muss man halt wissen, wenn man Lernziele festlegt, dann haben die halt eine gewisse Hierarchisierung von sehr simpel zu sehr genau. Ja, und da gibt es halt eine Hierarchie von Ausbildungsziel, das ist das übergeordnete Ziel, bis runter zu Feinzielen. Und Feinziele, das sind so richtig minimal en Detail beschriebene Lernziele, die ja, wie beschreibe ich das? Also die haben verschiedene Inhalte, die da reingehören. Das sind zum einen der Schüler, das Verhalten, was er am Ende haben soll, und auch die jeweilige Lernzielstufe muss beschrieben sein. Also als Beispiel macht es einen Unterschied, ob ich sage, der Fechtschüler kann den rechten Zornhau im Gefecht fehlerfrei ausführen, oder ob ich sage, der Fechtschüler führt den rechten Zornhau fünfmal unter Aufsicht des Lehrers im Stand aus. Und dann kann ich sogar noch hinschreiben mit kleineren Fehlern. Nur mal so als Beispiel. Also man kann das sehr detailliert beschreiben. Wir mussten das beruflich machen, macht auch sehr viel Sinn. Man muss es jetzt im ehrenamtlichen Bereich vielleicht nicht so genau machen, aber wenn man es mal geübt hat, dann versteht man auch den Sinn dahinter, weil erst dann eigentlich diese Lernstruktur klar wird. Aber Lernziele baut man eigentlich immer von oben nach unten auf. Das heißt, ich fange mit dem abstrakten Lernziel an und werde dann immer spezifischer. Also es kann zum Beispiel ein Ausbildungsziel sein, wenn ihr eine Trainerausbildung habt oder ihr bildet Schüler aus, Fechtschüler, und sagt, der Schüler ist oder kennt und beherrscht die Grundlagen der Fechtkunst. So, das ist total allgemein. Und dann fangt ihr an zu sagen, okay, was sind denn eigentlich die Grundlagen? Dann gliedert ihr das auf, ne? Und dann sagt ihr, okay, wir haben zum Beispiel den Bereich Beinarbeit, Stand und Bewegung, wie auch immer ihr das nennt, und sagt, okay, das ist vielleicht ein Unterrichtsfach, denn das nennt man dann Richtziel. Und da sage ich, der Schüler beherrscht die Formen von Beinarbeit und Bewegung.
dann habe ich das schon wieder ein Stück weiter runter hierarchisiert. Es ist aber immer noch sehr allgemein gehalten und dann fange ich an und gehe runter, der Schüler führt den Anstellschritt fehlerfrei im Gefecht aus. Dann habe ich ein Gruppziel geschaffen, was eine klare Lernzielstruktur hat und wo ich sage, okay, das ist Lernzielstufe im Gefecht, ist zum Beispiel 4 von 5, also dazu muss man halt die Lernzielstufen kennen, wie sie vorgeschrieben sind innerhalb der Fachdidaktik. Und dann weiß eben, und das ist das Wichtigste eigentlich daran, jeder Trainer, der die gleiche Ausbildung hat und damit arbeiten kann, kann mit den entsprechenden Lernunterlagen der Schule arbeiten und den gleichen, also nicht den gleichen Unterricht, aber kann einen Unterricht halten, der dieselben Ziele erreicht. Deshalb sind Ziele so wichtig, weil der andere Lehrer hat vielleicht einen ganz anderen Weg, um dahin zu kommen. Viele Wege führen nach Rom. Ne? Und das Wichtige ist nicht der Weg an sich, sondern das Ziel zu erreichen. Und deshalb ist es wichtig, die Ziele von Anfang an festzulegen. Das heißt aber nicht, dass die unabdingbar sind. Also im Rahmen der Ausbildung stellt man irgendwann auch fest, okay, das Ziel war vielleicht zu hoch gegriffen oder zu niedlich gegriffen, zu niedlich, auch nicht schlecht, zu niedrig gegriffen. Und da muss man die halt anpassen. Also das mache ich auch schon immer, das ist ganz normal. Und das kann auch von Schüler zu Schüler unterschiedlich sein. Also du nimmst dir ein neues Grobziel für den nächsten Unterricht und stellst fest, oh, das war für den Hans vielleicht ein bisschen zu heavy. Na, dann müssen wir den ein bisschen runterfahren und, und. Ich hoffe, das hilft dir erstmal, Stefan. Das nächste ist von Nikos. Wie reagiere ich darauf, wenn einige Schüler wesentlich langsamer lernen als andere? Meine Gruppe ist zu klein, um mehrere Leistungsgruppen aufzustellen. Ja, die Gruppe ist immer so stark wie das schwächste Glied, könnte man jetzt sagen. Ne? Es kommt ein bisschen drauf an, wie so eine Gruppe funktioniert. Also von der Motivation her, wie regelmäßig die Schüler da sind, wie sie zusammenarbeiten. Du kannst zwar keine Leistungsgruppen aufstellen, aber du kannst die Übungen in unterschiedlichen Progressionsstufen gestalten. Also als Beispiel, ich habe verschiedene Übungen, zum Beispiel, wenn jemand den rechten Zornhau übt oder den Scheiterhau oder alle Heue nach dem Meier-Hau-Diagramm A bis H und, dann kann ich ja sagen, okay, wir machen denselben Hau, aber der Jens und der Peter, die üben den Hau jetzt zum Beispiel mit Ausfall und der Hans, der steht jetzt erstmal da und übt den einfach nur im Stand aus dem Arm heraus. Na, also, dass man sich quasi ein Übungsrepertoire schafft für die verschiedenen Leistungsstufen, aber innerhalb desselben Trainings. Also das habe ich, das ist so auch so meine Erfahrung, ob das nun beim Militär ist, beim Fechten, im Zivilen, das funktioniert super, wenn man sagt, ich habe ein Lernziel, wo ich hin will, und ich habe verschiedene Übungen immer für die jeweilige Stufe, für die jeweilige Lernzielstufe. Und je nachdem, wo der Schüler gerade da ist, arbeitet er eben mit der Übung da dran. Und dann kann ich auch in einem Unterricht am selben Thema arbeiten, am selben Lernziel arbeiten, aber eben mit einer unterschiedlichen Übung. Also das ist so, wie ich arbeite. Also das geht auch noch viel weiter, ohne Probleme, gerade beim Hauen, bei uns in dem ersten Modul, in der Grundlagenausbildung, da ich eben feste Übungen habe für die jeweiligen Lernziele, die ich dann immer so minimal wie so Drehrädchen anpassen kann an die Schüler, dann kann es eben sein, dass die einen gerade das und das üben und die anderen zu zweit, zu dritt oder manchmal auch alleine, wenn sie sehr motiviert sind, das kommt immer auf den Typ Schüler an, den man da hat, dass ich dem zum Beispiel mein Meier-Diagramm an die Wand pinne und sage, okay, pass auf, im Stand erstmal die Reihenfolge, die Heue, halb, ganz und so weiter. Und dann gehe ich immer wieder zwischen den Gruppen hin und her und schaue, okay, ne, Erfolgskontrolle die ganze Zeit visuell, Menge abstellen, unterstützen, helfen. Also das wäre so meine Idee jetzt dazu, dass man keine Leistungsgruppen in dem Sinne aufmacht, wenn die Gruppe so klein ist, sondern dass du als Trainer probierst, ein Übungsrepertoire dafür zu schaffen. Das kommt jetzt natürlich drauf an, wenn man ein gut strukturiertes Curriculum hat, ist das natürlich einfach. Wenn ich jetzt so von Woche zu Woche, von Monat zu Monat unterrichte, dann ist es natürlich extrem schwierig, weil ich dann mit einer fehlenden Struktur eben das nicht so einfach habe, weil ich ja gar nicht weiß, womit ich planen soll. Ich hoffe, das hat dir jetzt ein bisschen geholfen, Nikos. Ansonsten gerne eine Nachfrage. Ah, super, freut mich. Kannst mich auch gern danach nochmal kontaktieren, ne? Kein Problem. Die nächste Frage wäre von Christian. Wie reagiert man sinnvoll und maßvoll auf Regelverstöße? Welche Mittel empfiehlst du? Dein Beispiel mit dem Ort
auf den Boden heranziehend. Ja, da muss ich so aus Erfahrung sagen, das hat so ein bisschen was mit einem goldenen Händchen von Menschenkenntnis zu tun. Also wir haben immer in der Kommunikationsausbildung gesagt oder und auch beigebracht bekommen vorher, du musst mit den Menschen auf ihrer Ebene reden. So, ich nehme immer irgendwelche allgemeinläufigen Namen, ne? Also der Hans, der stellt den Ort auf den Boden. Ich sage beim ersten Mal Hans, ne? Also man muss natürlich erstmal Eskalationsstufen schaffen, freundlich, aber trotzdem bestimmend. Ne? Hans, du weißt doch, mein Fußboden, mein Geld, wäre schön, wenn du ein bisschen drauf aufpasst, ne? Und den Ort nicht drauf auf den Boden hältst. Also immer erstmal freundlich. Und dann hast du halt den Hans, der macht es zum dritten Mal. Und der Hans ist aber so ein Typ Mensch, der versteht das eigentlich nur, wenn du ihm auf seiner, ich sag mal, Blocksprache kommst und sagst, Hans, Ort hoch, sonst dampft's. Ja? Und dann hast du aber den Peter und beim Peter weißt du, mit dem kannst du so nicht reden. Ne? Dem Peter, dem musst du verständnisvoll kommen, zu dem musst du sagen, Peter, guck mal, das war jetzt auch schon das dritte Mal, du weißt, wie blöd das hier ist und du weißt, dass ich objektiv alle gleich behandeln muss und ne, oder sagen wir mal, es war gerade das zweite Mal, dass er es gemacht hat. Bei mir ist, wie gesagt, 3 die magische Zahl. Dann sage ich, okay, wenn du es nochmal machst, dann tut es mir leid. Aber dann war es das für dich heute vielleicht mit dem Training. Oder du musst dann halt das Gummischwert nehmen, ja, weil der Fußboden kaputt geht. Also ich habe das gerade im Kindertraining immer ganz oft in den ersten Wochen, weil die Kinder natürlich oft zu mir kommen, also gerade die 6-Jährigen, ne, aber auch die 9-Jährigen, die kommen zu mir und ich stelle dann fest, okay, da ist es noch nicht so mit Regeln. Und wenn ich dann sage, passt auf, wichtig ist, das Schwert ist aus Sicherheitsgründen die ganze Zeit an der Seite zu tragen, als wenn ihr es in der Schwertscheide habt, das zeige ich den Kids dann. Und dann ermahne ich sie 2-mal, beim 3. Mal sage ich dann, okay, dann ist das Schwert aber auch weg. Und dann lege ich das für 1 Minute weg und dann sage ich, okay, jetzt machst du die Übung erstmal mit der Hand mit. Und also du musst am Ende drauf schauen, wen habe ich vor mir und wie tickt derjenige. Aber was du auf keinen Fall machen darfst, ist eben die Art und Weise der Bestrafung, nenne ich das jetzt mal. Also ich würde es eher der erzieherischen Maßnahme, eine Bestrafung gibt es in dem Sinne ja nicht, die würde ich nicht ändern, sondern immer objektiv halten. Aber die Art und Weise, sie zu kommunizieren, die musst du anpassen an die jeweilige Person. Ob das nun Kinder sind, ob das unterschiedliche soziale Strukturen sind oder. Und deshalb ist es so wichtig, dieses Verhältnis zwischen Lehrer und Schüler, Empathie zu haben und genau zu wissen, womit kriege ich wen. Dann sind wir schon wieder beim Thema Motivation. Wie motiviere ich jemanden, sich an Regeln zu halten? Das muss ja einen Beweggrund geben. Und das weiß ich auch nur dann, wenn ich weiß, was denjenigen zum Beispiel extrem, naja, ärgert würde ich jetzt nicht sagen, aber was ihn bewegt. Ne? Also dem einen ist zum Beispiel das Ansehen innerhalb der Gruppe wichtig. Wenn dem das Ansehen innerhalb der Gruppe wichtig ist, dann weiß ich doch, wie ich ihn kommunikativ kriegen kann. Ne? Dann stelle ich ihn nicht gleich direkt bloß oder so, aber wenn ich das so im Gespräch, in der Sprache so ein bisschen in den Satz mit 1 wirbeln lasse, so ganz feinfühlig, ne, und sage, oh, guck mal, willst jetzt, dass die anderen die ganze Zeit hier gucken, wie du da immer wieder den Ort auf den Boden legst, das ist doch auch nicht das, was du willst. Ne, dann, stimmt, da war ja was, ich mag das ja eigentlich gar nicht so, wenn die anderen so auf mich gucken, ne. Und wenn du diese Beweggründe kennst, dann kannst du damit eben auch ziemlich einfach und gut spielen. Ich hoffe, das hilft dir jetzt schon mal so ein bisschen, um in die Richtung zu kommen. Also es ist natürlich ein Riesenthema. Ne? Also da kann man ein eigenes Wochenende mitfüllen, sage ich mal. Da kann man schöne Coachings machen, Trainings mit Rollenspielen. Okay, nächste Frage ist von Daniele. Was sind deine ersten Trainingsziele für Anfänger? Hast du da bessere Erfahrungen mit gesamtheitlichen Inhalten, also mehreren Sparten des historischen Fechtens oder Einzelaspekten? Puh. Also dazu muss man so ein bisschen in meine Grundlagenausbildung reinschauen. Die ist sehr langwierig und sehr kleingliedrig. Also zum Beispiel meine Schüler erfahren in den ersten 2 bis 3 Jahren, also sie üben keine Stücke in den ersten 2 bis 3 Jahren. Also ich habe das,
Ich mache das ja nun schon wirklich sehr lange und ich weiß noch, wie das so in der Anfangszeit des historischen Fechtens war. Da haben wir immer die Stücke nachgetanzt und nachgeturnt und das brauchte man in der Zeit auch, um es einfach zu verstehen, was die von einem wollen, ne? Die Fechtlehrer, die Fechtmeister von früher. Das war auch eine extrem wichtige Zeit. Aber da ich ja nebenher auch immer hauptberuflich pädagogisch vorangekommen bin, möchte ich jetzt mal sagen, beruflich, habe ich dann auch gesehen, okay, das ist nicht der beste Weg, um zu lernen und zu lehren, mit dem Schwierigen anzufangen. Also habe ich irgendwann angefangen, ein eigenes Curriculum zu entwickeln. Und die ersten, ich nenne das jetzt mal bei mir Lernziele, nicht Trainingsziele, also bei mir sind es tatsächlich Lernziele, sind sehr einfach gestrickt. Also einfach wirklich kleine Sparten des Fechtens. Ich fange mit der Einhandwaffe an. Dabei ist es für mich vollkommen egal, ob die Leute am Anfang einen Stock in die Hand nehmen, einen Säbel in die Hand nehmen, ein Einhandschwert in die Hand nehmen, ein Messer, ein Tai-Chi-Schwert. Hauptsache irgendwas, was dem Gewicht oder was einem Gewicht nahe kommt, mit dem sie sehr lange arbeiten können. Und da kommt man jetzt zum Beispiel an eine Kopplung zwischen Ausbildungslehre und Trainingslehre. Aus Sicht der Ausbildungslehre sage ich halt, okay, Lernzielstufe 1 etwas nachmachen, Lernzielstufe 2 im psychomotorischen Bereich, etwas unter Hilfestellung nachmachen und so weiter. Und die Wiederholung ist sehr wichtig, viele Wiederholungen. Und hier ist eben das Problem, ich kann mit einem 1,3 Kilo Schwert einhändig als Anfänger nicht viele Wiederholungen machen. Also muss ich aus Sicht der Trainingslehre mir die Schüler anschauen, was ist ihre körperliche Leistungsfähigkeit in dem Moment und dann sind das eben meistens leichte Waffen. Kunststoff, leichtes Holz, Tai-Chi-Schwerter, wegen mir auch die chinesischen Blechschwerter, nenne ich die jetzt mal, die sind gar nicht so schlecht, ne, weil die wiegen dann halt auch wenig. Und also um jetzt mal die Verschmelzung zwischen Ausbildungslehre und Trainingslehre zu zeigen. Und dann fangen wir eben an mit Beinarbeit, mit Hauen. Also ich weiß nicht, ob man das jetzt breit nennen soll aus deiner Sicht, Daniela, aber ich bin nicht so waffenspezifisch in dem Moment dann, sondern ich habe mir halt, wie ich das vorhin schon erwähnt habe, über viele Jahre angeschaut, was sind die standardmäßigen Beinarbeiten, was sind die grundlegenden Hauübungen, was sind die grundlegenden Stichübungen in dem 14. bis 16. Jahrhundert, die uns übermittelt sind. Und das habe ich eben in dieses Curriculum gepackt. Und das ist dann eben sehr kleingliedrig und sehr klein gehalten. Ne? Okay, eine kleine Nachfrage. Ab wann würdest du mit jemandem, also Anfänger, als wann würdest du ungefähr mit dem Sparring anfangen? Also Sparring machen wir schon in den ersten Monaten. Und zwar habe ich ja diese Schaumstoffwaffen seit Jahren, wo ich noch vor ein paar Jahren so ein bisschen geliebäugelt wurde, als ich damit mal zur offenen Halle in Hamburg bei meinen alten Freunden da aufgetaucht bin. Tatsächlich ermöglichen die Schaumstoffwaffen es Fechtern schon ab dem Moment, wo sie Beinarbeit, Heue beherrschen, mit einfachsten Spielen im Aufwärmen und am Ende des Trainings sparringnahe Übungen zu machen. Also ich habe da ein ganzes Repertoire an Übungen zusammengetragen, auch aus dem Fechtsport, aus dem Kinderfechten, wie man quasi die kämpferischen Kompetenzen, also alles, was man so außerhalb von Technik braucht, ne, also Momentgefühl, Rhythmusgefühl, dann einfach den Gegner sehen, solche Sachen, die einfach ein Kämpfer braucht, die man da eben schon schulen kann. Und durch die Schaumstoffwaffen, die ja günstig und ungefährlich sind, zumindest solange man Stiche rauslässt, braucht man eben keine Maske, keinen großen Zahnschutz oder irgendwas. Die Schüler sind sehr vorsichtig und erwerben aber sehr früh eben Kompetenzen, die sie dann später im Kampf brauchen. Also so früh wie es möglich, aber ich sage immer, wenn man keine Beinarbeit kann und wenn man nicht hauen kann, nicht wenigstens ein bis zwei Grundheue, ob das nun Scheitehau, Zornhau, Mittelhau und so sind, ne, dann macht es halt keinen Sinn, weil der Schüler einfach überfordert ist ansonsten mit der Bewegung. Okay. Wichtig ist Danke. auch noch, weil Paul gerade gesagt hat, keine Maske, halt wieder auch als Regel festlegen, was halt Trefferzone ist. Also dann ist halt wirklich nur Oberkörper, Arme, Genau. Trefferzone, das heißt Kopf fällt raus, Beine fällt raus, außer man sagt, okay, alle haben Tiefschutz, dann kann man Beine und Unterkörper wieder mit reinnehmen. Aber tatsächlich ist das, sind die Schaumstoffschwerter da sehr, das ist nur meine Frau, wenn er jetzt komische Rollen hört im Hintergrund. Es hat kein Panzer gerade vorgefahren, sondern nur ihren Bürostuhl. Aber das hilft tatsächlich den Anfängern da auch spielerisch und auch den Kindern da reinzukommen. Okay.
So, nächste Frage war dann von Stefan. Nutzt du explorative Methoden, in Klammern Übungen, im Training? Wenn ja, wo und wo nicht? Explorative Übungen verstehe ich jetzt als Übungen, wo man sich selbst ein bisschen entdeckt, Stefan. Ja, also sehe ich das richtig, wo man sagt, okay, ich versuche jetzt mal ein bisschen rum. Ich warte mal kurz auf deine Antwort im Chat, nicht, dass ich das jetzt falsch verstehe oder so. Yep, okay. Ja, also für mich sind explorative Übungen so kleine Kampfnahübungen, die ich schon von Anfang an ja so ein bisschen mache, wo der Schüler sich einfach ausprobiert. Und ich sage dann vorher auch, okay, passt auf, ihr kennt jetzt schon ein paar Varianten zum Beispiel des Zufechtens, ihr kennt schon ein paar Blößen, ihr wisst schon ein bisschen, wie er taktisch, wann welche Blöße angreift, bei welcher Hut und probiert euch da ein bisschen aus. Das mache ich schon. Wovon ich allerdings nicht viel halte, sind Übungen, Methoden, die am Anfang zu viel Freiraum lassen, weil es eben zu Bewegungsfehlern führen kann. Und vor allem zu taktisch-strategischen Fehlern, die dann eben mit den Regeln, die gerade in dieser Übung zum Beispiel, die dann eben im Ernstkampf oder so nicht nahe kommen, zusammenhängen, wo sich jemand was Falsches antrainiert. Also da muss man ziemlich genau aufpassen. Also ich kenne einige explorative Übungen, wo man eben auch sagt, okay, durch das Fühlen arbeite ich zum Beispiel, aber das sehe ich eher im Bereich des Ringens, also im waffenlosen Bereich. Da sehe ich das ganz gut. Ja, also wenn man zum Beispiel im Ringen am Gegner ist, einfach zu sagen, okay, auf einem Kommando zum Beispiel sich zu bewegen, in einer gewissen Zeit bestimmte Bewegungsabschnitte zu machen und, und. Also da gibt es so viele Methoden schon seit vielen Jahren, da kann man schon einiges machen. Aber sobald eine Waffe ins Spiel kommt, wird es schwierig. Was sehr schöne Methoden sind, um so ein bisschen, wenn die Schüler, wie gesagt, so Angriff und Verteidigung, das ist bei mir so nach dem zweiten Schülergrad haben, dann kann man sowas machen wie Mensurfechten. Mensurfechten sage ich, Kontrafechten oder eben auch, ich nenne das bei mir Fechten mit Treffervorrechten, wo es quasi zwischen Angriff und Verteidigung hin und her geht. Im modernen Fechten heißt es so Parade-Riposte-Spiel und, und. Da geht es jetzt nicht so darum, bestimmte Techniken einzustudieren oder Techniken zu üben, sondern zu reagieren auf Bewegung und dabei so Erfahrungswerte zu schaffen. Das sind ja explorative Übungen am Ende, ne? Mach's gut, Sven. Ich sehe gerade, Sven macht sich los. Bis zum nächsten Seminar. Und ich bin da mal sehr vorsichtig mit diesen explorativen Übungen. Ich mag die halt eher bei fortgeschritteneren Schülern, weil die eben schon die gewissen Basics haben. Ich will aber auch nicht zu spät damit anfangen. Also das muss so ein Trainer ein bisschen selber finden. Aber von Anfang an hier zu sagen, okay, probiert euch einfach mal aus, das finde ich schon ein bisschen schwierig oder manchmal auch ganz gar fahrlässig. Bei Waffenlosen, wie gesagt, nicht so, aber sobald es um Schwerter geht, weil es oft dazu führt, dass sehr viel in der Bindung gearbeitet wird, zum Beispiel, was dann später gar nicht so viel im Kampf stattfindet. Ne? Also es hat halt mehrere Beweggründe. Wie gesagt, bei uns ist das zum einen so eine Übung, die heißt Klingenspiel. Dann Kontrafechten, Treffervorrechtfechten, also Übungen quasi, wo ein gewisser Regelrahmen gesetzt wird, aber die Schüler eben frei sind komplett in dem, was sie machen können. Das gehört übrigens auch beim modernen Fechten ja auch mit dazu, solche Übungen, ne? Aber die Techniken an sich, die sind halt immer klar. Also nicht in dem Sinne, dass man sagt, okay, wie sieht denn jetzt der rechte Zornhauer aus? Nur mal ausprobieren. Sondern in dem Sinne, okay, es gibt die und die Situation und probier mal aus. Ne, anzugreifen und schau mal, was passt denn für dich besser? Ein Scheitelhauen, Zornhauen, Mittelhauen, ne, aus dem taktischen, strategischen Verständnis, was du gelernt hast, ne, aus den Basics heraus. Das ist für mich eben explorativ im Fechten. Jo, das, was mir gerade so dazu einfällt. Super, danke dir. Okay, die nächste Frage ist von Christian nochmal. Welche Faktoren sind die Grundlage für Spaß im Training, ohne dass dadurch die Disziplin leidet? Ja, das kommt auch wieder auf die Menschen an. Also
Ich habe in den Zeiten so viele Menschen kennengelernt und unterrichtet, muss sagen, das ist extrem unterschiedlich von Gruppe zu Gruppe, von Mensch zu Mensch. Also gerade im Training jetzt sage ich mal, wir machen ja meistens Kurstraining heutzutage und da kommt es auf die Gruppe an. Du musst halt die Leute kennen. Also die einen, für die ist es halt total wichtig, im Donnerstagskurs bei mir zum Beispiel, dass die ihr Deathmatch am Ende machen, ja? Wo die sagen, okay, pass auf, jetzt mit den Schaumstoffwaffen. Unsere Übungen, jeder hat drei Leben und so weiter. Ne? Also da habe ich halt meine Übungen und das wollen die halt unbedingt machen. Das ist für die so das Highlight des Trainings nochmal am Ende. Dann haben die auch wirklich viel Spaß. Aber sie kennen eben auch ganz genau die Regeln und halten sich daran. Weil ich immer, wenn es einen Regelverstoß gibt, auch direkt drauf verharre. Also man darf da nie nachgeben. Egal wie lange man als Trainer unterrichtet, was man nie machen darf, ist einen Regelverstoß zuzulassen. Und damit meine ich nicht immer so gleich den Schläger rauszuholen, sondern man kann das ja auch mit Feingefühl machen. Ne? Manchmal reicht es einfach nur mal jemanden tief in die Augen zu gucken aus 10 Metern Entfernung. Der weiß dann schon, was gemeint ist. Ja? Da muss man nicht immer gleich schreien oder irgendwas. Deshalb meine ich, für die andere Gruppe, für die nächste, die ist total lernzielorientiert. Für die ist es wichtig, nee. Ich muss jetzt hier nicht das Deathmatch am Ende machen, sondern ich will heute sehen, dass ich den rechten Oberstich 10-mal hintereinander ins Ziel gekriegt habe. Das ist mein Ziel heute und da will ich heute hin. Und der hat dann eben Spaß, wenn er das erreicht hat. Und ich glaube, Spaß hängt sehr viel mit Motivation zusammen. Na, also Spaß bedeutet ja nicht immer nur Lachen. Spaß bedeutet Spaß an der Sache zu haben. Und für den einen ist es eben Erfolg, für den nächsten ist es eben mit seinen Teammates am Ende nochmal gemeinsam lachen zu können oder sich nochmal zu diskutieren. Was Fein und Gefühl, die Worte kann ich in keinem sinnvollen Zusammenhang bringen. Okay, super. Also das ist so das, was ich damit nur sagen kann. Gerade solche Sachen, die muss man im Einzelfall sehen. Und die muss eben der Trainer selbst vor Ort sehen. Aber das Wichtige ist eben dieses Feingefühl für seine Gruppe und für seine Leute. Und bei dir zum Beispiel, bei euren Schwertlöwen, wenn ich das mal bei Facebook immer so mitkriege, ihr seid ja zum Beispiel sehr, sehr, also euch sieht man immer lachen und das sieht immer so aus, als wenn ihr da eine sehr beziehungsebenen basierte Truppe seid. Ne? Und für euch bedeutet Spaß wahrscheinlich was ganz anderes, als wenn ich zum Beispiel mit einigen meiner Privatschüler oder so eine Privatlektion mache, für die ist dann Spaß am Ende zu sehen, dass das Training heute gefruchtet hat. Ne? Und Disziplin heißt dann einfach nur den Rahmen einzuhalten, die rechte und linke Grenze. Ne? Also manchmal, wenn sie dann doch ein bisschen wuselig werden, muss man sie eben auch wieder vom Wolke 7 ein bisschen runterholen. Okay. Ich hoffe, Christian, das ist so ein bisschen ausreichend für die Frage. Ihr seht schon, dass die Themen für mich immer sehr tiefgreifend sind. Ich könnte da immer stundenlang quatschen. So, Stefan hat noch eine Frage. Thema Ritualisierung. Welchen Trainingsablauf habt ihr im Training? In Klammern Umkleide, Begrüßung, Aufwärmung etc. Ja, also da ich ja ein sehr strukturiertes Training habe mit Handzetteln, also ich habe wirklich für jedes Training der letzten 6 Jahre einen Handzettel angefertigt. Also ich könnte so Ordner machen, wo alle Unterrichte der letzten 5 bis 6 Jahre festgehalten sind. In Papier und auch digital. Ne? Und die folgen natürlich dem Unterrichtsstrukturmodell auch. Und da ist immer eine Begrüßung dabei. Also Umkleide ist jetzt, da habe ich nichts zu tun mit. Weil ich als Trainer immer schon lange da bin, bevor die Schüler kommen. Also ich bin schon die ganze Zeit in der Turnhalle, habe mich schon ein bisschen aufgewärmt, habe schon ein paar Übungen gemacht, habe die Heizung an oder ausgestellt und und. Also ich bin da schon mindestens eine halbe Stunde früher, meistens, nicht immer. Manchmal kommt auch bei mir ein bisschen was dazwischen, aber in der Regel viel früher da. Und das Wichtigste ist die Begrüßung. Das heißt, bei uns wird sich wirklich ordentlich in Reihe aufgestellt, sich angegrüßt. Dann gehört es eben auch wie bei einem guten Theorieunterricht oder so dazu, dass man erstmal sagt, okay, was machen wir heute? Dass die Leute auch erstmal so die Arbeit rausnehmen, ne, wenn man jetzt so von der Soziologie ausgeht, die Rolle des Arbeitenden nach hinten abschweifen und im Kopf sagen, oh, in die Rolle
Fechtschüler so eintauchen und da hilft eben Begrüßung und kurz mal mitteilen, was wir heute machen. Und dann haben wir ein festes Aufwärmprogramm, Mobilisierungsprogramm. Wenn er mal in der HEMA Academy jetzt online schaut, ich habe da in der Corona-Zeit einiges kostenfrei, also ich glaube inzwischen 16 Videos oder so zur Verfügung gestellt. Und da habt ihr auch zwei komplette Kurse und das Aufwärmprogramm, das ist so ein mögliches. Und da ist auf jeden Fall so eine Art von GMB, habe ich das zum Beispiel, Mobilisierungsübungen am Anfang. Die sind eigentlich fast immer identisch. Und das habe ich auch mal meine Schüler schon vor Jahren gefragt. Ich weiß nicht, ob Andreas, ob du da dabei warst. Da habe ich gesagt, was ist euch eigentlich lieber, bei den Erwachsenen jetzt zumindest? Wollt ihr ein sehr standardmäßiges Aufwärmprogramm, also dass es in einer gewissen Form immer gleich bleibt oder immer wieder Abwechslung? Und der Großteil hat tatsächlich gesagt, zumindest den Mobilisierungsteil so immer gleich haben und auch die Dehnübungen, dass man eine feste Struktur hat. Und das würde ich dann auch als Ritualisierung sehen, Stefan. So ist es zum Beispiel bei uns auch, dass wir immer am Ende des Trainings nochmal Ausgleichsgymnastik für den Rücken machen. Immer. Es sei denn, es ist wirklich ein Training gewesen. Also manchmal haben wir das theorielastig, ne, wo wir sagen, okay, passt auf, heute baue ich einen Presenter auf, heute baue ich die Tafel auf, wir machen Theorieunterricht zu Strategie und Taktik oder zu Fechtbüchern, dann brauche ich danach natürlich keine Ausgleichsgymnastik machen. Ne? Also kann man trotzdem machen, so als Gag. Sinnvoll ist es halt nicht. Ne? Und ansonsten Bekleidung. Mir ist immer tatsächlich sehr wichtig, auch wenn ich das natürlich nicht irgendwie aufoktroyieren kann, aber ich finde es halt wichtig, einen gewissen Habitus über die Kleidung zu haben, zu sagen, okay, pass auf, wir tragen alle ein Motu-Shirt zum Beispiel in der Schule, nicht weil im Motu die Geizen sind, sondern weil es einfach dazu führt, sich als Gruppe zu sehen. Ja, man könnte auch sagen, wir tragen alle rechts geringelte Socken. Also das ist ja am Ende egal. Muss man halt gucken. Das ist so das, was mir jetzt gerade einfällt, was wir zur Ritualisierung eigentlich nutzen. Vielleicht hat Andreas noch was, der ist ja nun Schüler. Habe ich irgendwas vergessen? Naja, ich wollte nur ergänzen, also gerade im Bereich zum Beispiel der Aufwärmung bzw. der Mobilisierung hat halt auch den Vorteil, weil das halt so, ich nenne es mal ritualisiert ist, also mit Mobilisierung und Andehnen, dass wenn man zum Beispiel mal zu spät kommt, weiß, okay, ich laufe meine zwei Runden um die Halle, um einfach kurz warm zu werden oder schnapp mir das Springseil und zieh mal 2 Minuten durch. Um dann halt die Mobilisierungsübung zu machen, um halt relativ schnell eigenständig mich selber aufzuwärmen und anzudehnen, um dann halt schnell dem Unterricht wieder einzusteigen. Und tatsächlich hat es auch den weiteren Vorteil, selbst wenn man nicht zu spät kommt, dass zum Beispiel Paul die Möglichkeit hat, noch was aufzubauen, während man halt selbstständig sich dann halt mobilisiert. Oder man kann es auch so machen, dass man sagt, okay, heute, ne? Peter macht heute die Mobilisierungsvortänzer in Anführungszeichen. Dann kann man also auch wieder Verbindlichkeiten an Schüler abgeben, um zum Wir haben Beispiel da auch tatsächlich selbst Selbstbewusstsein zu stärken. gar keinen Peter an der Schule. Fällt mir gerade auf, es ist ganz gut, dass wir Peter immer nutzen. Na, Peter ist immer so mein Lieblingsmusterschüler, ne, der kleine Peter. Okay, Da habe Stefan, ich ich hoffe, das ganz hilft dir viel. auch ein bisschen. So, wir haben noch Muss ja jetzt immer. eine. Von Stefan auch nochmal, nutzt du Musik im Training? Ha, habe ich mal versucht. Andreas lacht schon. Wir konnten uns nicht auf einen Musikgeschmack einigen, sage ich mal. Was ich ab und zu mal mache, ist gerade bei Seminaren und ich vergesse das dann manchmal auszumachen. Das stört aber anscheinend auch keinen, ist im Hintergrund das Radio laufen zu lassen. Also ich mache das halt oft so, dass bevor die Schüler da sind, dann habe ich das Radio ein bisschen lauter, dass ich beim Aufbauen und so ein bisschen Musik habe. Ich bin jetzt auch nicht so der Musikfan, dass ich eine bestimmte Richtung habe. Mir reicht da Radio. Und ja, im Seminar, wenn dann so 5 Minuten Pausen sind, wenn dann Kaffee nochmal kurz getrunken wird oder gequatscht wird, dann vergesse ich die auch mal auszumachen und das stört dann auch keinen. Ich wollte auch mal Musik für Rhythmusförderung und so machen, das, ja, wie die Herren halt manchmal so sind, ne? Ich verbinde auch gerne mal ein paar Tanzübungen mit rein, um so ein bisschen Leichtfüßigkeit und so reinzukriegen, aber oh, ich will nicht tanzen. Und Musik, ja, das ist nicht so einfach, das in eine Gruppe reinzukriegen. Wenn man das natürlich in der Gruppe von Anfang an wieder ritualisieren würde, wäre das einfacher. Aber nachträglich dann zu fragen, ja, wie schaut es denn aus, wollen wir ein bisschen Musik machen, hat bei mir noch nicht so gefruchtet, muss ich sagen. Das Radio ist schlimm genug, schreibt Florian. Okay.
Das war's, oder? Jetzt erstmal so an Fragen. Ich sehe jetzt keine weiteren. Gut. Jetzt muss ich noch mal kurz hier schauen. Also ich würde gerne noch freie Diskussion machen. Das geht natürlich immer cooler, wenn alle Mikro haben, ne? Aber bevor wir das tun, würde ich tatsächlich gerne noch mal so eine Runde Feedback machen. Das heißt, bitte gebt mir mal Feedback, wie ihr das jetzt fandet, so die letzten, ich gucke mal auf die Aufnahme, 1 Stunde 50. Einfach entweder ein Schlagwort oder einfach mal eine maximale Wortgruppe mit 3 Worten, wie ihr das Webinar fandet. Das wäre für mich echt mal interessant, so als Feedback, um zu wissen, lohnt sich das, das wieder machen? Ich glaube, ich bin zu faul zum Schreiben. Ich sage das einfach so. Du bist ja auch der Einzige, der ein Mikro hat. Ich glaube auch irgendwie. Ja, das liegt daran, dass ich meistens hier im Teamspeak bin oder häufiger mal im Teamspeak. Und deswegen. Also ich muss sagen, fand ich sehr gut, war sehr schön strukturiert, hat mir sehr gut gefallen. Für mich persönlich muss ich sagen, wäre es interessanter noch hinzugehen und zu sagen, wie ich das eben vielleicht schon auch angemerkt habe, tatsächlich mal so kleine Aspekte der Trainingsziele, also mehr in die fachliche Trainingsziele ein bisschen reinzugehen, ist die Frage, inwiefern so Webinar das erlaubt. Und vielleicht hast du natürlich wahrscheinlich auch irgendwelche einzelne Webinars, die da noch ein bisschen mehr reingehen. Ich weiß ich jetzt nicht. Aber das wäre für mich jetzt persönlich noch interessant. Ansonsten fand ich es, hat mir sehr gut gefallen, auch das mal, ja, so die didaktisch, dann immer wieder, einfach mal vernünftig strukturiert aufzuteilen, was ist Ausbildung, was ist Training und so weiter und so fort. Also das auch mal für sich strukturiert einfach mal vor Augen zu haben. Super, danke. Mit Trainingsziele meinst du jetzt Lernziele oder wirklich Trainingsziele im Sinne der Leistungsoptimierung? Ui. Ja genau, das ist jetzt nämlich die Frage. Also möchtest du eher so Curriculum-Style mal wissen, was sind Lernziele, wie strukturiert man die, wie baut man eine Ausbildung auf oder geht es eher darum, okay, wie kann ich meinen, als Beispiel jetzt eine Trainingslehre wäre jetzt den rechten Zornhaus schneller, stärker, ausdauernder und Ausbildungslehre wäre jetzt eher so, okay, was ist das maximale Lernziel, was ich erreichen möchte, zum Beispiel den rechten Zornhau im Gefecht fehlerfrei anwenden. Na, da geht es nicht um die Leistung, um die körperliche, sondern um das Lernziel am Ende. Eher wahrscheinlich dann die Lehrziele. Das wäre so ein bisschen so okay. die Prämisse, sage ich mal, des Trainings im Prinzip. Kann man das so beschreiben? Ja, okay, super. Weil deshalb meine ich, also es ist halt echt wichtig, ja, stimmt schon, Trainingsziele, ja. Training und Ausbildung zu unterscheiden. Okay, super, danke. Du hattest aber noch ein anderes, würdest du das mir auch nochmal nennen, weil du vorhin sagtest, okay, irgendwas wegen vom Bekannten zum Unbekannten. Ist da auch noch irgendwas, wo du sagst, das war für dich interessant? Oder ja, möchtest du gern haben? Die Frage, da zieht er da noch mehr darauf ab, und zu sagen, okay, wir haben ja zum Beispiel, jetzt nehmen wir mal als Beispiel, viele Arten des Schwertgreifens. So, und Hammergriff oder wie man es immer nennt, Schwertgriff, Handshake-Grip, wie auch immer. Wie relevant ist für dich, oder was ist deine persönliche Prämisse beim Training, wie relevant ist es für dich, darauf hinzuweisen, dass es unterschiedliche Sachen gibt? Wie arbeitest du die ins Training ein oder sagst du in erster Linie, ich finde einfach das und das gut, das und das trainiert ihr auch, ich weise darauf hin, dass es noch anderes gibt, aber wir machen das eher so, oder wie organisierst du das? Also wie gehst du halt mit unsicherem Wissen um, dass ich sage, okay, es gibt das noch, es gibt hier noch und so weiter, also mit dem breit gefächerten Wissen des historischen Fechtens, also den Möglichkeiten. Mhm. Ich habe mir das immer aufgeschrieben, also das ist tatsächlich was ein absolutes Standardthema ist, wenn man in der Lehrerausbildung oder so ist, ne? Also pädagogisch, also wie geht man mit es ist zwar für viele eine Unsicherheit, also ne, Kommunikation, wenn du jetzt sagst, es ist eine Unsicherheit, dann ist es ja deine Sichtweise auch, dass du dich zum Beispiel vielleicht unsicher fühlen könntest, wenn jemand dich jetzt auf was anspricht, was du vielleicht gerade gar nicht so weißt oder, ne? Das ist ja auch nichts Schlimmes.
Aber wie gesagt, wenn man eine pädagogische Ausbildung macht, ist das eine Sache, wo sehr viel Wert drauf gelegt wird, zu sagen, ja, das hat jetzt eigentlich gar nicht so viel mit Unsicherheit oder Unwissen zu tun, sondern das Leben ist halt so, ne? Und jeder geht jetzt ein bisschen anders damit um. Aber man kann es eben als Thema mal sehr gerne nehmen und sagen, was gibt es für Möglichkeiten, damit umzugehen? Ne? Ich glaube, was Daniela auch meint, ist wahrscheinlich eher so die unterschiedlichen Herangehensweisen an die Literatur, also von der Literatur. Also weil sie ja, was weiß ich, bei Le Küchner das vielleicht anders oder bei Thalhofer anders beschrieben ist als bei Lichtenauer, als auch bei Meyer oder sonst wen. Ich glaube, das war eher die Frage, oder Daniela? Ja, also ja, das zielt schon sehr darauf ab, was so eure persönlichen Trainingsprämissen sind. Also das ist ziemlich genau, was du gerade eben gesagt hast oder sehr ähnlich dessen. Das genau. Also ich sehe auch nur mal kurz als Kommentar nochmal dazu. Das ist, ich meine das nicht als Unsicherheit, weil vielleicht habe ich das nicht beschrieben, sondern unsicheres Wissen. Das heißt, sich Wissen, das eigentlich nicht gesetzt ist, wo ich aber Ah. einfach für mich einfach selber eine Prämisse rausarbeite. Das ist einfach die Frage, weist man halt darauf hin oder sagt man, okay, ich mache in meinem Training einfach das, ich sage denen das nicht oder wie gehst du persönlich damit um? Jetzt verstehe ich. Also, dir geht zum Beispiel darum, was weiß ich, du willst irgendeine Technik mit deinen Leuten üben, aber du hast eigentlich gar aus deiner Sicht zumindest keine hundertprozentige Sicherheit darüber, dass sie komplett beschrieben ist, zum Beispiel. Und Im jetzt Prinzip musst du ein einen guter Weg Spruch. finden. Ne? Ja. Also, Okay, also. ich sag mal, im Rahmen eines Workshops oder so kann ich natürlich sagen, oh, guck mal, Leute, ich habe mir das mal so ausgedacht, das ist so eine Interpretation, aber wenn man ja ein Curriculum hat, eine festgesetzte Struktur, möchte man ja auch einen Fortschritt da setzen. Und genau, das wäre jetzt so die Frage. Also bei mir hat das schon ganz früh angefangen, dass ich auch als Historiker und dann eben auch als, ich nenne mich jetzt mal Sportwissenschaftler in dem Bereich, weil ich dann auch beruflich mitgemacht habe, angefangen habe zu sagen, okay, was sind eigentlich so die Fragen, die man an so einen Gegenstand von historischer Bewegung stellen muss, um zu sagen, okay, ich habe ja einen relativ oder nicht mal relativ, ich habe eine fundierte Aussage zu dieser Technik, ne? Dass ich sage, okay, das und das ist bekannt. Ne? Und dann körpermechanisch darauf einzugehen. Also ich habe da mal so 5 Punkte ausgearbeitet damals, als ich mein Curriculum das erste Mal ausgearbeitet habe zu den Stücken, Techniken und habe gesagt, erstmal ist wichtig, was steht in der Quelle. Ne? Also das, was ich mache, muss mit dem übereinstimmen, was in der Quelle steht. Es muss mit den Grundsätzen der Körpermechanik übereinstimmen, mit den Grundsätzen der Schwertphysik. Die anderen 2 Sachen habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, aber das war schon mal wichtig. Und dann stellt man halt fest, dass es immer wieder Möglichkeiten gibt, den Weg umzudrehen oder ein bisschen abzuwandeln. Und das ist dann eben tatsächlich auch die Erfahrung, die man als Fechter und Fechtlehrer am Ende sammelt. Also ich würde zum Beispiel in meinem Unterricht, ich überlege gerade, nichts machen, wo ich sage, das habe ich mir selbst ausgedacht oder so. Ne? Also, Okay, so weit würde ich jetzt auch nicht gehen. Also, ja, aber soll es ja das. geben, habe ich gehört. Aber ich schaue halt auch gerne mal in andere Kampfkünste, in andere Kampfsportarten und stelle dann die Antworten, die da auf die gleichen Fragen gesetzt werden und stelle das dann gegenüber. Also für mich ist eigentlich immer so die Frage, warum macht jemand etwas? Welches Ziel hat er? Ähnlich wie bei der Lernzieldidaktik oder so, ne? Und schaue dann, warum könnte man den oder den Weg gehen? Und dann kommt man aus meiner Sicht, zumindest wenn man Meyer immer mitnutzt, eigentlich immer zum Ziel. Also mir ist kaum eine Technik bekannt, wo ich in den letzten ja, 15, 16 Jahren inzwischen dahinter stehe und sage, da weiß ich bis heute nicht, was mit gemeint ist. Also es gibt ein paar bestimmt, wenn ich jetzt reingucke, weil es ja auch unendlich viele Techniken gibt, ne? Wenn man alle Fechtbücher nimmt. Aber so in dem Bereich, wo ich arbeite, ist da kaum was. Ich war vor Jahren, habe ich die ganze Zeit überlegt, was ist ein Verkehrer? Und dann habe ich mal da dran lange überlegt. Und das Wichtigste ist aus meiner Sicht dabei, über die Fechtbücher hinauszuarbeiten, innerhalb derselben Traditionslinie. Und ich bin halt, weiß ich nicht, seit 10 Jahren totaler Meier-Freak. Genau, Krauthacke, jawohl, Stefan, genau, die Krauthacke ist auch ganz interessant. Aber selbst die ist eigentlich, da ich ja nun das 3227a am Übersetzen bin oder eigentlich fast fertig übersetzt habe und auf die Korrekturlesung warte, selbst die ist eigentlich total verständlich, wenn man den Text dazu liest. So. Aber du hast recht, der Abschnitt im 3227a ist ziemlich
crazy, aber wenn man es im modernen Deutsch liest, geht es eigentlich einigermaßen. Ja, das ist ja nicht die einzige Stelle, die da so ein bisschen verrückt ist, ne? Also. Ja, aber wie gesagt, es ist wirklich so, wenn ihr das 3227a, ich weiß nicht, wann ich es mal fertig habe und die deutsche Übersetzung, also ins moderne Deutsch rausbringen kann, ist immer so ein Zeitfaktor, dann wird man sehen, dass sich mit einer modernen Übersetzung der fraglichen Begriffe vieles von alleine auflöst. Also, Okay. Bin mal gespannt. so mal als ein Beispiel. Ein großes Problem sind immer die englischen Übersetzungen, wenn ein Brite oder ein Amerikaner quasi altes Deutsch übersetzt. Es gibt da gute, ne? Also ich würde nicht sagen, dass es grundsätzlich falsch ist, aber es gibt so den einen oder anderen, wo ich dann sage, okay, also nehmen wir mal den Begriff weidenlich. Da wurde früher mal übersetzt weites Fechten, also, ne? Okay. Und ja, ne? Also was weiß ich, weidliches Parieren steht da zum Beispiel drin, ne? Okay. Und das wurde immer im Englischen übersetzt mit ja, was ist denn jetzt das englische Äquivalent für weit? Also großes. Wer I don't know, hat's? big. Stefan schreibt. Stefan, Far, Far, ja. ja. Also Far Paris, ne, Big Paris, was auch immer. Und tatsächlich ist die Übersetzung vom weidentlich, Weitmännisch. genau, also weitmännisch, aber im Sinne von elegant, also Ach schönes so. Parieren. Na, also es geht nicht darum, dass der weit ausgeholt hat oder weit versetzt hat, sondern man will so den Unterschied zwischen etwas sieht schön aus und etwas ist effizient. Das wollte man da Okay. eigentlich sagen. Und das hat halt aus meiner Sicht zu vielen Problemen in der Übersetzung dieses Werkes eigentlich geführt. Das hat mich auch vor ganz schöne Herausforderungen gesetzt, in den vielen alten Wörterbüchern nach den Begrifflichkeiten immer zu suchen. Und die sind natürlich immer mehrdeutig irgendwo. Aber es hilft definitiv um einiges, wenn man das so ein bisschen mit reinnimmt. Und bei Meier, wie gesagt, ich habe das Meier-Seminar letzte Woche schon gehalten. Das wäre für mich meine Frage: Wer hätte denn Interesse, dieses Meier-Webinar nochmal zu hören in den nächsten Wochen? Also wir sind ja noch eine Weile jetzt hier so in der Hütte, habe ich gehört. Da ist die Frage, ja, wir sind noch ein bisschen in der Hütte. Das ist die Frage, welche Inhalte das sind. Also ich bin total interessiert an Maya tatsächlich, weil ich habe auch das Buch von dem Alexander Kiermaier, glaube ich, die Übersetzung, habe ich mir mal besorgt. Das fand ich ganz gut, aber ich verstehe ihn halt nicht. Also ich kann ihn halt nicht lesen, ich weiß nicht, was er sagt. Der hat so verschachtelte Sätze, dass ich komme damit absolut nicht klar. Also von daher wäre es grundsätzlich interessant. Für mich wären da aber vor allen Dingen so die Sachen Dussag und Stange und solche Sachen. Also eher die Sachen, die nicht üblicherweise im historischen Fechten zumindest, was man so sonst so mitbekommt, gemacht werden. Also Thema des Seminars ist die Didaktik von Meier tatsächlich. Also da geht Ach es so, eher darum, okay. wie ist das Werk strukturiert, was ist seine Sichtweise von Fechtkunst, was bedeutet für ihn Fechtkunst und wie ist die Fechtkunst strukturiert, auch innerhalb der Waffen und übergeordnet. Also Okay. für Meier ist Fechten eine waffenlose Geschichte. Okay. Ist ja für Also Lichtner ja eigentlich auch. genau, Bisschen. Also alles Fechten kommt aus Meier der ist ja Licht. Lichtenauer. Meier ist Ja. ja Lichtenauer-Tradition und der sagt es auch ganz klar, dass für ihn Fechten eigentlich waffenlos erstmal zu sehen ist und also im Sinne von egal welche Waffe du nimmst, nicht im Sinne von Ringen nur und man dann quasi nur die jeweiligen Besonderheiten der Waffe eben aufdeckt und nochmal zusätzlich Okay. mit reinnimmt. Also einfach nur Positionsspiel der Körper so ein bisschen. Ja, also wenn da Interesse besteht und man ein paar Leute zusammenbekommt, würde ich es auch normal machen, irgendwo mal reinschieben an einem Wochentag. Für diese Okay. Woche habe ich ja schon zwei weitere Webinare geplant. Also ihr seht das ja, wenn ihr da bei mir auf Webinare online bei Emoto geht. Ne? Ich glaube, diese Woche ist am Mittwoch, oh, ich muss mir die Namen immer alle merken. Einmal Waffenkunde am Mittwoch nochmal und am Samstag Sprache. Genau, Wortschätze der Fechtkunst. Also so sprachliche Gimmicks, irgendwelche, ne? Also besondere Sprüche und was es heute noch so gibt. Aber kann auch Maya gerne nochmal wiederholen. Ich sehe jetzt schon, Stefan und Christian hätten da auch Interesse, dann wären es schon drei. Florian auch. Achso, da hast du Florian schon mal reingerechnet. Nee, Florian habe ich noch nicht mit reingerechnet. Stimmt, Florian, der war ja gar nicht mit da, ne, bei dem Er hat Meier-Teil. verschlafen. Ja, okay. Ja, dann wird es sich ja schon mal, Stefan auch, ne, siehst du, dann wird sich das ja schon mal lohnen, das Meier-Seminar noch, Webinar nochmal zu machen. Schreibe ich mir gleich mal auf. Gucken wir mal das. Machen. Okay, super, haben wir dann schon ein paar Leute zusammen.
glaube, Diana wollte doch auch. Danja, nicht Diana, Quatsch. Danja, stimmt, Danja auch. Also wir kriegen bestimmt nochmal 5, 6 Leute zusammen, die das nochmal mitmachen. Ihr könnt ja gerne ein bisschen Werbung machen und die Leute noch mit reinbringen. Vielleicht kommt ja noch jemand dazu. Also wir haben ja, ich glaube, mit 4 Leuten angefangen. Heute waren wir zwischenzeitlich fast 10, also wird schon ein bisschen. So, Stefan schreibt gerade noch was. Während Stefan schreibt, meine Frage an mich. Ich will verschiedene, hatte ich ja am Anfang angesprochen, Sachen hiervon eben auch online setzen. Das heißt, ich werde jetzt zum Beispiel die freie Diskussionsrunde oder so wahrscheinlich nicht mit reinnehmen, wenn ich das jetzt online stelle. Aber bitte jetzt mal in den Chat schreiben, wenn da irgendjemand ein Problem mit hat. Also ich kann den Chatbereich zum Beispiel rausnehmen, dass man den nicht sieht, sondern nur die Präsentationsfläche und das Video. Aber es kann eben sein, dass, okay, Andreas sieht man dann zum Beispiel und vielleicht mal Daniele kurz oder so, dass der Name mal irgendwo kurz auftaucht. Also dann, sonst müsste ich jetzt 2 Stunden quasi nochmal durchgehen und dann die Namen schwärzen jeweils an der entsprechenden Stelle. Das schaffe ich zeitlich, glaube ich, nicht. Ja gut, sowieso Voice Chat lässt sich sowieso nicht raus. Ja. Das ist schwierig. Gibt es Teilnahmebescheinigungen? Ja, Christian, tatsächlich mache ich sowas eigentlich immer, aber bei den Webinaren habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Also bei der Trainersache würde sich das vielleicht sogar lohnen, ne? Zu sagen, ich habe ein Webinar zum Thema Einweisung in Methodik, Didaktik oder Ausbildungslehre und Trainingslehre. Also wenn da jemand Interesse dran hat, mache ich euch das gerne fertig. Also ich finde das auch immer eine schöne Sache. Finde ich einen guten Punkt, Christian. Muss ich mir gleich mal aufschreiben. Also ich habe dafür auch mein Urkundenformat und so, das ist gar kein Problem. Schreibe ich mir mal auf. Ich fühl mich tatsächlich geehrt, wenn du sagst, dass du dafür eine Urkunde haben möchtest. Das freut mich sehr. Okay. Sonstige Fragen, Wünsche, Anmerkungen? Kinder sind eh im Bett. Ich stehe noch ein bisschen zur Verfügung. Ich würde die Aufnahme jetzt auch mal ausmachen.